Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Stream Nummer 7, nachdem der letzte knallharte Sagt an, Stream irgendwie fast 5 Stunden lang ging, versucht ja. Schritt zu halten. Lab. Ach so, leider doch, wird verschärft, aber mir egal, bin am Burger King fressen und im Stream. Und den Stream am Guck, was will man mehr, ja. Ja, dann gönn dir deinen Burger King, ja. Was gibt's denn Leckeres bei Burger King? Ich war schon lange nicht mehr dort, ja. Kann man ja auch nicht hin, weil ja alles zu ist bei uns, ja. Gut, wir haben beim letzten Mal da Räuberlager aufgehört, ja. Und da wollte ich mich noch ein bisschen umschauen, ja. Weil wir steuern schnurstracks auf Kapitel Nummer 4 zu, ja. Ja, es ist schön. Ich habe mich die ganze Woche eigentlich auf das gefreut, ja. Auch wenn meine Woche diese Woche, ja, also extra long Chili Cheese. Oh, das muss richtig brennen dann hinten an der Poperze, ja. Ich kenne das, ja. Aber er schmeckt gut. Ich mag den auch, ja. Ich esse den auch gerne von Zeit zu Zeit, ja. Und ja, nachdem der letzte Stream ja um die 5 Stunden hier gedauert hat, bis ich mal endlich wieder mich in die Hauptstory verfranst habe, ja, weil ihr sehen könnt, die Sword Coast ist so ziemlich aufgedeckt, ja. Nee, normaler Long Chicken und Pommes. Ach so, das stimmt, Charlie. Ihr habt beide das Grün, ja, was ich meistens auch verwende. Jetzt bin ich wieder mit den Farben durcheinander gekommen. Es tut mir leid, ja. Der Coven ist einfach einer, der orientiert sich an Farben. Und da kann es schon mal passieren, dass ich dann die Leute verwechsel. I'm so sorry, ja. I'm just a doofus, ja. Don't hit me. Don't hit me too hard, ja. How dare you? Yes, how dare you? How dare me? How dare you? Ja? How about you? Hau ruhig zu. So, das werden wir mal alles aufschließen hier, weil jetzt haben wir. Ja, lauter Schätze, ja. Jetzt haben wir nämlich hier mehr als genug Zeit und müssen uns nicht andauernd mit diesen dämlichen Räubern hier herumschlagen, ja. Die, was mich beim letzten Mal da reichlich geärgert haben, aber trotzdem lassen wir die gute Imon mal so ein bisschen die Fallen durchchecken und ein bisschen Gold obendrein. Ja, wir sind nicht so goldtechnisch, aber gut auf der Brust unterwegs. Ja. Da haben wir wieder Brust gesagt. Ja. Yay, ein leerer Sack. Warum darf ich den da untersuchen, wenn er leer ist? Was soll das Spiel? Ja? Nun, man könnte selber was da drin verstecken. Ja, das ist bestimmt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja. Ja, sprecht und verschwindet. Mein Uni ist jetzt noch nicht da, aber falls ihr das sehen sollte, wisst ihr, was ich jetzt mache? Schwerter für alle! Minsk hat hier jetzt das Sagen, ja? Und ich muss ehrlich zugeben, ich würde hier so gern lieber Baldur's Gate 2 eigentlich spielen, beziehungsweise, ich weiß, ich schwärme immer so extrem von diesem Spiel, ja? Und ja, ich wollte euch das noch auf die Schnelle zeigen, ja. Minsk, ja. Nee, die Uni ist noch nicht in der Haus. Noch nicht, aber vielleicht kommt er, ja. Wir können nämlich aus unserem Inventar in ein anderes Inventar, also jetzt nicht nur unsere Charaktere, sondern auch in solche Sachen Dinge verstecken oder aufbewahren. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man sagt, okay, man hat jetzt keinen Platz oder so und möchte später zurückkommen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man hat, ja. Aber wisst ihr, und da möchte ich jetzt diesen Satz hier quasi vollenden, ja. Weil das geht eins hat ein ganz, 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 ganz großes Problem, ja. Also für mich ist es ja das perfekte Rollenspiel. Das, glaube ich, weiß ein jeder, der was mich irgendwie verfolgt hat, sei es jetzt von YouTube oder sonst was, ja. Bin der Meinung, dass irgendwo hier eine Falle ist. Oder auch nicht. Und Schwerter für alle. Gut, dann will ich einen Dragon Slayer plus 50 Stärke. Jetzt sofort, ja. 50 Stärke, das wäre ein bisschen OP, Siano, ja. Oh Gott, Alter, was man da anrichten könnte, wenn ein Charakter 50 Stärke hat, ja. Aber wir werden, ich sag's einmal so, das ist schon mal ein epischer Spoiler, ja. Wir werden keine 19 Stärke behalten in diesem Spiel, sondern wir werden an die 20 Stärke gehen, ja. Ganz lockend. Ja, und hi, Species, ja. Sieht nach einem Räuberlager aus, oder? Ja, ein abgespacedes Räuberlager, ja.
ein so dermaßiges Räuberlager, dass sich die Räuber da gar nicht mehr wissen, mit wem sie sich ja eigentlich anräubern und ausräubern können. Ja? Weil hier stellt sich die Frage, wer ist der wahre Räuber? Die Räuber hier oder der Coven, ja? Der sie ausräubt. Ja? Ja. Aber wie gesagt, Baldur's Gate hat eine einzige große, große, große Schwäche. Ja? Und die ist ganz einfach, dass es Baldur's Gate 2 gibt. Ja? Und wenn man schon denkt, oh, na, besser kann man es eigentlich gar nicht mehr machen. Aha. Baldur's Gate 2 setzt da die Krone auf, ja. Oh, hier haben wir übrigens einen Wahrnehmungstrank. Der bringt uns herzlich wenig. Aber der bringt der Immon umso mehr, weil der nämlich sehr gut ist für Diebe. Dadurch kann man nämlich besser Schlösser öffnen und Fallen finden und Taschendiebstahl begehen und sich im Schatten verstecken. Also wie für eine diebische Elster namens Immon gemacht, ja. Und die kommt sogar schon auf die Stufe 6, ja. Nero, du brauchst noch ein bisschen. Stufe 5. Piconia steuert drauf zu. Oh, Dorn ist out of the league. Der braucht doch mal locker noch einmal 18.000. Ja. Selbiges gilt fast für uns. Ja. Und hier könnt ihr mal zum Beispiel schon mal die Unterschiede sehen in Form von wie viel Erfahrungspunkte eine Klasse braucht, um ein Level aufzusteigen. Ja. Wie ihr sehen könnt, der finstere Streiter braucht 36.000, während der Kämpfer zum Beispiel nur 32.000 braucht. Das heißt, der Kämpfer levelt ein bisschen schneller als der finstere Streiter. Ja. Aber Minz kommt auch gleich. Das ist schön. Das ist schön. Ja. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und da kann ich jetzt diesen Satz zu Ende führen. Minsks, das klingt auch immer so behämmert irgendwie, ja. Das war eine Mehrzahl von einem Minsk. Aber gut, eigentlich ist er ja eine Mehrzahl. Er ist ja keine Einzahl, weil immerhin gibt es ja den da. Nicht vergessen, immer das machen, wenn ihr das spielt, ja. Es ist ganz wichtig, dass man auf Bo herumdrückt, ja. Selbst wenn er es nicht mag, ja. Aber es ist süß, wenn er quietscht, ja. Und, also die Synchro, ich sage jetzt mal, sie ist jetzt nicht schlecht hier in diesem Spiel, ja. Aber die vom zweiten ist halt noch einmal um einiges besser, ja. Und da könnt ihr mir glauben, Leute, Minsk klingt dort so unglaublich gut und hat so viel an Humor eigentlich noch hinzugelegt, ja. Bo, ja genau, Minsk und Bo, ja. Allzeit bereit, ja. Und seine ganzen Voice-Overs, die was er hier hat, also er ist komplett neu vertont worden, ja. Und hat halt ja neue Sprüche und neue Ansagen bekommen und das ist, wenn man ihn zum Beispiel auf die Führungsposition schickt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, ja, dann sagt er irgendwie so etwas, ja, Minsk wird mit seiner eisernen Faust die Führung übernehmen, ja. Bo wird sich dann um die Details kümmern, ja. Und das Allersüßeste dabei ist ja, dass sie Bo sogar auch eine Stimme gegeben haben. Also jetzt nicht in Form von, dass er spricht, das wäre eigentlich verstörend, aber er quietscht in seinen Ansagen, die Minsk macht, ja. Und das macht ihm einfach noch einmal um einiges charmanter, wie ich finde. Ein Heldentrank, sehr gut. Nachdem ich die ja leider benutzen musste und ein Brandöl. Also wer sich nicht erinnern konnte, die letzte Session war dann schon ein bisschen, ja, Matschepampe im Kopf bei mir. Besonders was die Lindwürmer angegangen sind. Ja, wie cool, ja. Ja, es ist leider blöd, kann man, ich weiß nicht, ob man das so modden kann, dass man die Voice Lines vom zweiten in den ersten reinbekommt. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel meistens immer so genommen, wie es ist. Ich bin jetzt kein großer Fan von Mods, ja. Manche Spiele modde ich, ja, aber Baldur's Gate, das weiß ich nicht. Das ist so für mich dieses Kindheitsspiel. Das möchte ich irgendwie nicht modden. Und guck mal, was wir da gefunden haben. Flammenpfeil. Ja, für den Charakter, für den das was zu benutzen ist, ist er zu weit entfernt, ja. Ach, ich denke mal, Uni ist richtig getriggert, dass Dorn hier nicht mehr das Sagen hat, ja. Aber Dorn ist halt einfach auch ein Lappen mittlerweile, ja. Ich meine, guck dich das mal an. Wir haben minus 4 RK, ja. Wir haben ein ETW 0 von 9 und wir haben noch keine magische Waffe, verglichen mit Dorn. Wir machen halt einfach 14 bis 23 und er macht halt nur 12 bis 21. Ich meine, was soll man dazu sagen, Leute, ja? Dorn ist einfach nicht mehr in unserer Liga, ja? Und wir haben halt natürlich auch noch weitaus mehr Erfahrung, weitaus mehr Leben als Dorn, ne? Ich meine, 25 Trefferpunkte mehr? Ah?
Der kann einfach nicht mehr mithalten mit uns. Es ist so, ja. So. Ach, Flammenpfeil hast du schon. Ich kann es noch nicht zaubern, weil du noch keine Stufe 3 Zauber quasi, also keine Stufe 3 Slots hast, ja. Und ich kann erst getriggert werden, wenn er auch im Chat ist. Ach, der ist, den kannst du mit allen möglichen triggern. Brauchst du nur Uli sagen und der ist getriggert, ja. So, kann ich da irgendwie ein bisschen was öffnen? Stehlen? Stehlen, plündern, brandschatzen oder mir meine sonstige schwarze Seele aus dem Leib reißen, ja? Kommt, Leute, kriegt ihr ein Eis von mir. Wenn ich jetzt da das Ganze schon aktiviert hätte mit den Subs, dann würde ich denjenigen, der das erkennt, jetzt einen Sub spendieren. Aber ich hab's halt noch nicht, ja? Verstehe ich. Bei manchen Spielen sind Mods ganz gut, aber andere sollte man so erleben, wie sie sind. Ja, freut mich, dass du mir dazu stimmst, Ciano, ja? Bei mir ist es auch so. Also dieses Spiel, ich weiß nicht. Ich hab's nie gemoddet. Nie. Das ist für mich, das ist mein Schatz, ja? Gut, bevor wir dann halt hier in das ganz große Zelt gehen, ihr seht auch, das Spiel zeigt es uns an als Tassoks Zelt, ja? Weil wir haben einiges an Namen hier erhalten, unter anderem Tassok, Malahei, das war der Halborg-Kleriker in den Minen, ja? Und dann haben wir noch einen gewissen Tranzig gehabt, ja? Und alles führt hier quasi zu diesem Räuberlager hin, ja? Nur damit wir uns da quasi mal wieder an die Story erinnern, um was geht's eigentlich, ja? Dass diese Eisenknappheit hier sehr wohl noch immer vonstatten ist, ja? Und die Leute an der Schwertküste natürlich hart rannimmt, ja? Ja, das können wir uns natürlich nicht einfach so gefallen lassen. Das kann ich mir aber auch nicht gefallen lassen. Ich bin in einen Gnollbau. Moment. Garklax. Ihr gekommen, um über Garklax lustig machen. Clan von Garklax schon lange genug in Höhle. Uns jetzt rauslassen, sonst sterben. Tut mir leid, hässlicher Gnoll, aber ihr kommt heute nicht raus. Warum seid ihr überhaupt hier drin? Wir hier wegen Unheil, das wir in Lager angerichtet. Großer Streit vor zwei Nächte. Ihr solltet wissen, dass, es sei denn, ihr nicht zu schwarzen Krallen gehört. Ihr nicht richtig riecht, ihr sterben. Du kannst es ja versuchen. Damn! Ich hör nur auf, die Pause zu aktivieren, ja? Und Nira haut einen Crit raus mit 6 Schaden. Damn, Nira, du traust dich was, ja? Wo stehst denn du überhaupt? Ein bisschen frei offen. Sagt an! Drauf auf den Flint. Ey, wir haben hier den absoluten Knolltöter in der Gruppe, ja? Minsk wird das schon schaukeln. Wupp, wupp. Kommt, das packt ihr, Lung. Das packt ihr, Jungs und Leute, ja? Oder Jungs und Mädels, besser gesagt. Das muss man mal ein bisschen Sorgen machen, oder wie? Nein, nein. Knoll stirbt mit Wuchthieb von Slock, ja? Oh, stinkende Wolke als Zauber. Not bad. Not bad, ja. Sprecht und verschwindet. Ein Zweihänder. Ach komm, ich nehme den nochmal mit. Rein zur Vorsicht. Ist da sonst noch irgendwas in der Höhle? Ein Knoll. Zwei Knolls. Slock, automatische Pause. Waffe unbrauchbar. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil eine kaputt gegangen ist. Ja? Nun, sehr gut, ja. Eine kaputt gegangen, wir haben noch 4 weitere am Hafter, ja? Macht überhaupt nichts, ja? Das Eisen möge brechen, aber unsere Stärke nicht, ja? Die Stärke, die Waffe weiter und immer weiter zu zerbrechen, ja? Und kampfbereit. So, dann schauen wir uns noch die kleinen Zelte an, bevor ich mich dann in das große wage, ja? Nee. Gegen euch Pussys brauche ich keine. Oh Gott, Dorn schon wieder mit 28 Damage. Ja? Ey, sein Gepäck ist voll. Moment, wir müssen doch mal kurz was checken. Ihr Gnolls, ihr müsst mal kurz warten, ja? Gut, aber wenn Minsk jetzt das Sagen hat, macht es mehr Sinn, dass er dieses ganze Kladderadatsch-Gezeugs da bekommt, ja? Ja, komm, wir machen erstmal den Kampf, ja. Marmorstein und Eisen bricht, aber unser Slock nicht, ja. Oder unsere Zweihänder nicht, ja. Genau auf das war das quasi angelehnt, ja. Hier haben wir noch einen Zweihänder, aber ich glaube, jetzt sind wir ganz gut bedient, was die Bietenhänder angeht. Und Kampf bereit.
So, ich weiß, irgendwo in einem Zelt ist eine Falle. Ich meine, Leute, das ist ein Räuberlager. Kommt, ja. Wenn die Schweine nicht irgendwie für uns da Fallen bereithalten, dann weiß ich auch nicht, ne? Slock hat Bock. Oh, das ist der Spruch. Den muss ich, wenn ich den benutzen darf, Siano, in irgendeinem Part oder was, ja. So, das wäre schon ganz cool, ja. Irgendwo ist eine Falle, das weiß ich. Aber das kann man öffnen. Boah, eine Perlenkette, ja. Das ist nicht zu verwechseln mit dieser normalen Kette, mit der normalen Kette, die wir normalerweise finden, ja. Das ist auch wieder unglaublich tiefgründig, ja. Wer hat denn jetzt überhaupt die... Du hast sie, diese Räuberskalpe, ja. Natürlich darfst du das, ja. Das freut mich. Vielen herzlichen Dank, ja. Slock hat Bock, das passt richtig, ja. Vor allen Dingen müssen wir das aber dann genauso schreiben, weil Slock wird aber mit Doppel-G geschrieben, ne? Ja. Aber Slock hat Bock, müssen wir dann mit Doppel-Q schreiben. Dann schaut's umso fantastisch aus. Und hallo Nico, servus und herzlich willkommen zu diesem Freitagstream, ja. Wo wir uns wieder ein bisschen durch Baldur's Gate durchrocken, ja. Ich hoffe, dir geht's gut, ja. Beziehungsweise ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt Spaß an diesem Spiel. Ich habe sehr, sehr großen Spaß. So viel Spaß, dass ich gar nicht mehr aufhören damit, ja. Ich hab Spaß. Wollen Spaß. Wir geben Gas. Shalom. Shalom jüdisch für Hallo, ja. Wenn ich richtig liege. Ich glaube, Shalom ist jüdisch, ja. Warum ich so etwas weiß, fragt mich nicht, Leute, ja. Hey, ich komme da ins Zelt rein und dann wird von gleich einer Beef an, ja? Das gefällt mir, so muss das sein. Oh, hallo, ich bin Terso. Seid ihr die neuen Rekruten? Jopp, wir haben jetzt gerade unser erstes Training. Es heißt, verprügel den Hobgoblin, ja? Tersus, schöner Name. Von hinten gelesen ergibt das Susret, wisst ihr? Aufhören, mein Hirn blutet dann so, dass mein Haar wehtut. Susret, wo gibt's denn sowas? Nimm endlich die Lederrüstung hier und geh weiter, klar? Klar, nur her damit. Sag, könnt ihr mir ein bisschen was über diesen Ort erzählen, wer zum Beispiel hier die Löhne zahlt? Warum nicht zuerst verprügeln, dann fragen? Ist ganz nach meinem Metier, ja? Töte ihn. Aha. Ja. Manche sagen, es wäre ein Izentarim. Manche auch, es wäre der Eisenthron. Oh, behaltet euch das mal im Kopf, ja? Ich stelle keine Fragen. Der Boss gibt mir Geld. Boss. Und ich verteile Lederrüstungen. So einfach ist das. Kalte Hand, schwarze Krallen, mir egal, was ihr seid. Ich gebe euch Lederrüstungen. Schwarze Krallen, kalte Hand. Alles das Gleiche. Klar. Jawohl, alles das Gleiche. Alle kriegen Lederrüstung, sagt der Boss. Jetzt habt ihr welche. Könnt also gehen, klar? Ja, okay. Vielen Dank für die Lederrüstung. Der hat wirklich jeden der Leder. Töte ihn, let's go. Er klingt wie der Hader-Typ, ja? Ich mag den nicht. Kill ihn, ja? Er ist doch schon tot, ja? Das ist auch etwas, was an diesem Spiel... Oh, Imon ist gehindert und verlangsamt. Ja, gut, wenn ich hier noch ein Schild und so da drin habe, ja. Das Kurzschwert gehen wir auch mal da auf die Seite. Jetzt wird es dann langsam ein bisschen zu bunt, ja. Aber diese Zauberstäbe werde ich auf jeden Fall gebrauchen können, ja. Besser ist es, ja. Besser ist es, du, ja. Also das ist halt auch immer das, was ich an diesem Spiel so mag, ja. Ich kenne das Spiel eigentlich doch in- und auswendig, ja. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, entdecke ich immer irgendwie was Neues. Oh, ein Schnelligkeitsöl. Aber, aufpassen, ja. Das ist kein Schnelligkeitsöl, ja. Das Spiel betrügt euch da ein bisschen, ja. Indem ihr quasi, wie soll ich sagen, ihr leichtgläubig seid, ja. Ein Schnelligkeitsöl hatten wir schon einmal. Das ist so ein weißes Fläschchen, ja. Das schaut schon so aus. Ja, wohl erkannt, ja. Wir erinnern uns, ein Schnelligkeitsöl ist eigentlich so ein weißes. Sagen wir mal, es schaut so aus wie das hier. Beziehungsweise das war etwas, was ich
eigentlich beim letzten Stream machen wollte. Ich nehme mal kurz ein Schlückchen hier, ne? Hm. Typisch D&D. Ja, das ist richtig, ja. Um auf das zurückzukommen, so ein Schnelligkeitsöl ist einfach so ein weißes Fläschchen. Ich schaue gerade, ob es einen vergleichbaren Sprite gibt, aber ich glaube nicht, ja. Oder nehmen wir dieses Weiß, ja, was so aus... Ne, nehmen wir das da. Das ist so ein Sprite-Fläschchen, nur in Weiß, ja. Das ist ein Schnelligkeitsöl, ja. Auch wenn ich das Spiel weiß machen möchte, dass das ein Schnelligkeitsöl ist, ja, wie das steht. Dieses seltsam trübe Öl scheint die Bewegungs- und Kampffähigkeiten des Anwenders um 100% zu steigern. Dadurch wird die Bewegungsgeschwindigkeit verdoppelt und kann ein Charakter, der normalerweise pro Runde nur einmal angreifen kann, darf dies zweimal. Es verringert aber nicht den Zeitaufwand für Zauber. Die Wirkungsdauer beträgt eine Stunde, ja. So. Und das Spiel bedrückt euch hier ein klein wenig, ja. Indem ihr glaubt, dass das ein Schnelligkeitsöl ist. Ja, das ist das richtige Emoji, Siano, ja. Passt mal auf, was passiert, wenn ich das trinke. Auf euch liegt der Fluch der Verwirrung, ja. Weil, und außerdem hat sie jetzt 3 Intelligenz, was richtig, richtig bad ist, ja. Das Spiel bescheißt euch hier. Also habt Vorsicht, ja. Bei Fläschchen, die so aussehen wie dieses hier, ja. Weil die sind nämlich nicht das, was sie vorgeben zu sein, ja. Das ist quasi so in Form von, ah, scheiße, 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 ich bin jetzt mitten im Kampf. Ich bräuchte jetzt mal schnell irgendwie ein Fläschchen. Und dann nimmst du das, ja, mitten im Fight, ja. Nur um dann festzustellen, dass dich das Spiel eigentlich so richtig gerade in den Arsch hat, ja. Und du dir dann denkst, oh nee, wer macht so etwas? Wie kommt man auf so eine Idee, ja? Aber, Minsk, du musst nicht über das Gleiche sagen. Wie komme ich denn in das Zelt? Gar nicht. Nö, in das Zelt komme ich nicht. Aber in das komme ich. Mit der Meinung, da kommt man aber auch irgendwie rein, oder? Was ist das für ein Scheiß? Das ist ein Zelt ohne Eingang. Well, I don't know, can't figure it out, ja? In den Arsch halt, alles klar. Ja? Hey da! Dann haben wir ihm gegen seinen Kopf gehalten, bist du da, oder? Quatsch mich an! Knott, ich mag euch nicht, ganz und gar nicht, ja? Euer Aussehen gefällt mir auch nicht, aber immer noch besser als ein ganz zerfatschtes Gesicht, oder? Ich sag's dir, die Leute, was die Texte da übersetzt haben, die mussten echt eine Menge Spaß dran haben, ja? Was ihr mögt oder nicht, ist kaum eine Sorge. Ich möchte nur etwas über diesen Ort erfahren. Nee, wir nehmen das mit einem zermatschten Gesicht, ja. Wieder die Hater-Stimme, ja. Soll das eine Drohung sein? Macht ihr Witze? Mit einem Gesicht wie eurem ist das ein Kompliment. Seht zu, dass ihr wegkommt. Ich hab doch schon mal gesagt, dass ich euch nicht mag. Und das wird sich in nächster Zukunft auch nicht ändern. Okay, ja, dann... Ich mag dich auch nicht, aber ich bleib jetzt trotzdem hier drin, ja. Die Sprüche, was man hier geben kann, sind einfach zu gut, ja. Ich glaube, der Typ wird dann irgendwann hostile, also der greift einen dann an, ja. Wenn man zu lange im Zelt ist, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ja, da habt ihr es, fort von hier, ja. Aber er ist alles andere als eine Gefahr. Einfach drauf da und ihr seht selbst. Hat sich erledigt, ja. Aber er hat einen Räuber-Skype. Hey, wieso nicht, ja? Ich meine, guckt euch an, wie viele wir davon schon haben. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stacks voll, ja. Und den letzten, der wird voll, ja. Was war das noch einmal? Pro Räuber-Skalp bekomme ich wie viel? Jeden Räuber-Skalp 50. Damn. Da sind wir dann auf jeden Fall reich, ja. Damn, 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 ja. Bam, bam, da. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Falle ist. Ich weiß das. Ich traue dem Braten nicht. Sicherlich hier, oder? Nur Imon ist so dämlich, es zu finden. Weil sie nämlich nur Fallen finden 60 hat, ja. Okay, das kannst du dir mal einstecken. Nee, auch nicht. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Falle ist, ja. Weil wenn es etwas gibt, was ich hasse in dem Spiel, ist es, wenn ich... irgendwo in eine Falle reintrete. Ich hasse dieses Geräusch, ja, was dabei kommt, ja. Ja, bin ich.
Und meistens macht man halt natürlich auch so, oh, ein blauer Ring. Was könnte das wohl sein? Ah, seid bei Ringen, die ihr verzaubert, die nicht erkennbar sind, auf jeden Fall immer vorsichtig in dem Spiel, ja? Traut nie Dungeons and Dragons und schon gar nicht vertraut nie euren Dungeon Master, ja? Wenn der Dungeon Master anfängt, so zu machen, dann ist es meistens zu spät, Leute, ja? Besonders wenn der Dungeon Master dann auch noch so ein Drecksack ist, wie ich es bin, ja? Warten, Daten. Ein Heiltrank. Yay. Not bad. Bewaffnet und kampfbereit. So, dann haben wir es gleich, ja? Wie viele Tage haben wir eigentlich schon hier? Ah, wir sind einen Monat. Seit einem Monat hat unsere, oder vor einem Monat besser gesagt, ja, hat unsere Reise hier von Kerzenburg hin angefangen, ja? Ist uns nicht mal sowas passiert mit den Raffi und der Kette, die verflucht ist? Verfluchte Kette? Bin gerade am Überlegen, Nico. Meinst du in einer von meinen Sessions oder wo wir gespielt haben? Verfluchte Kette? Sagt mir gar nichts, ja? Nee, da war keine verfluchte Kette, ja. Das musst du mit irgendwas verwechseln, ja. Die einen dafür. Nun, es gibt in Dungeons and Dragons eine Kette der Würgung, ja. Das ist, die legt man an, ja. Also die gibt's jetzt hier nicht in dem Spiel, Leute, keine Sorge. Aber die Kette an sich existiert, ja. Das ist eine Kette, die man im Pen and Paper jetzt anlegt, ja. Und ja, dann schnürt sie einen den Hals zu, sodass man eben keine Luft mehr bekommt, ja. Aber die hat keiner von uns angelegt gehabt, Nico, ja. Das wäre richtig arschig als Dungeon Master, wenn du das machst, so bei einem Stufe 2 bis 3 Charakter und dann sagst du, ja, hier, da, den ersten magischen Gegenstand, den ihr habt, ja, da, viel Spaß damit, ja. Und dann legst du das Ding an und dein Charakter geht gleich einmal instant hops, ja. Nee, bei unseren Sessions nicht, schreibt meine Frau. Ja, das ist richtig, bei uns nicht, ja. So, gut. Erstmal speichern. Ich möchte euch mal zeigen, was wir da gefunden haben. Nämlich einen Zauber, den wir hier mehr als oft nur ausnutzen werden. Und zwar der Zauber Feuerball. Ja? Ich liebe diesen Zauber. Jeder Magier muss diesen Zauber irgendwann in seinem Petto haben. Ja? Stimmt, da bist du zu nett. Sei vorsichtig mit der Aussage, Nico. Ja? Ich habe schon so einiges gemacht, wofür mich meine Spieler hassen, ja. Und zwar, dieser Zauber ruft eine Flammenkugel hervor, die sich mit einem dumpfen Grollen ausbreitet. Und bei jedem im Wirkungsbereich 1 bis 6 Schadenspunkte je Stufe des Anwenders bis zu einem Maximum von 10 bis 6 Schadenspunkte verursacht. Der Anwender zeigt auf das gewünschte Ziel und spricht die Entfernung, Distanz und Höhe aus, in der der Feuerball explodieren soll. Das muss ich kurz erklären. Das könnte man vielleicht als das größte Manko von Baldur's Gate erklären. Es gibt hier keine Höhenunterschiede. Das heißt, man hat keinen Vorteil, indem ein Charakter oben oder unten steht, ja. Zum Beispiel jetzt mit einem Bogen. Alles ist eigentlich mehr flat-footed, ja. Also mehr flaches Terrain, ja. Ich meine, ja, bei uns hat jemand einen verfluchten Gegenstand angelegt, aber das war der Richtige, der diesen angelegt hat. Ja, das war der Sören, der diesen schmerzerfüllten Handschuh damals angelegt hat, ja. Und der Andi bei uns in der Session, der hatte auch einmal einen verfluchten Ring angelegt, ja. Kann ich mich auch noch erinnern, ja. So, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr mächtiger Zauber, den man auf jeden Fall lernen möchte, ja. Macht auf jeden Fall nicht den Fehler zu sagen, ich lerne den und wenn er dann verloren geht, speichert ihr drüber, weil das ist das Früheste, wo ihr diesen Zauber bekommen könnt. Das Problem ist jetzt halt nur, die gute Nira, die ist noch nicht so hoch an der Level, ne? Und wie ihr sehen könnt, das ist Stufe 3. Und ich glaube, Stufe 3, das kriegen wir erst auf Stufe 6, ne? Das ist so ein bisschen das Problem hier, ja? Was war das für ein Ring? Das war der Ungeschicklichkeitsring, ja? So da, mit Himbeer. Hier haben wir zwei Stäbe, die wir leider noch nicht benutzen können. Noch nicht. Aber bald. Nehmen wir einen Ring, Pfeile, noch mehr Pfeile, Feuerpfeile. So, wer hat denn von uns hier überhaupt die höchste Sagenkunde? Ich meine, das ist Imon.
Yep, it's Simone. Simone, du musst mal kurz dein Gepäck breit machen. Kannst du das mal bitte alles kurz checken? Schau, das ist, macht dir doch überhaupt nichts aus, Mädel, oder? Nö, du gibst mir die Lederrüstung. Also die Schädel kannst du mir auch geben. Die Tränke, weil man mag es kaum glauben, auch wenn man ein Inventar mit Tränke voll hat, irgendwann wiegt auch das etwas. Schau, dann bekommst du noch den Hammer und noch dieses Schwert und dieses Schild. Und dann versuchen wir das einmal vielleicht auf die Schnelle zu identifizieren, ja. Alles verflucht, genauso wie mein Stream gestern, ja. Ja, der Stream war aber gut, ja. Ich mochte das, ja. Ach, aber der hat ihm auch einen Vorteil gegeben, oder? Nein, dieser Ring hat ihm gar keinen Vorteil gegeben. Der war einfach nur schlecht. So, Kriegshammer kann sie nicht erkennen. Kann sie auch nicht erkennen. Das Kurzschwert kann sie aber erkennen. Ein simples Kurzschwert plus eins. Nothing special. Kann man verkaufen. Ein mittlerer Schild, den sie nicht erkennen kann. Pfeile, die sie nicht erkennen kann. Einen Kriegshammer, den sie nicht erkennen kann. Und auch einen Speer, den sie nicht erkennen kann. Wunderbar. Immun auf dich ist Verlass. Die Treue, die du mir entgegenbringst, ist absolut gerechtfertigt. Ja. Go somewhere else. Ja. Do something with your life. Ja. Okay. Warum hat er ihn dann angelegt? War keine Möglichkeit zu identifizieren oder war ich zu unfähig? Dein Charakter war nicht so unfähig. Dein Charakter hat einfach nur damals zu dem Zeitpunkt nicht den gewünschten Schwierigkeitsgrad erreicht. Ja? Und also auch ein bisschen off-topic, aber ich finde, das gehört halt in einen Livestream auch immer so ein bisschen dazu. Dabei können wir noch vielleicht gleich mal schnell die Map erkunden. Ja? Meine Freundin wollte diesen Ring identifizieren und wenn es etwas gab, ja, ach so, also zu unfähig, ja. Wollte diesen Ring identifizieren und wenn es etwas gibt als Dungeon Master, die meisten Dungeon Master werden mir da wahrscheinlich zustimmen, gibt es diese goldene Regel, die plus 5 oder minus 5 Regel, ja. Heißt so viel wie, sagen wir mal an, ein Schwierigkeitsgrad zum Würfeln würde eine 35 benötigen, um etwas genau herauszufinden. Dann muss man eine 35 oder höher würfeln. Jetzt sagt man, okay, wie kann man eine 35 würfeln, wenn man nur einen 20-seitigen Würfel hat? Leute, das ist kein Problem in Dungeons & Dragons. Das ist machbar. Irgendwann ist das sogar normal, dass man solche Werte hinbekommt, ja. Und hier kommt diese magische Plus 5 und Minus 5 Regel, ja. Angenommen, sie schafft jetzt diesen Wert von 35 nicht, ja, sondern sie schafft eine 33, ja. Dann kann man, wenn man ein Arsch-Dungeon Master ist, so wie ich es in diesem Fall war, ja, und so viel zu, ich bin einfach zu nett, ja, liebe Frau, würdest du nur vielleicht den Rollladen hochmachen, weil es wird langsam dunkel und ich glaube, man sieht mich da nicht mehr, ja. Oder wir können es auch so machen. Dann sollte das definitiv besser sein, ja, mit Stats halt. Ja, wenn man gute Stats hat, ja. Wenn man gute Stats hat, ist alles machbar in Dungeons & Dragons, ja. Und sie hat, glaube ich, eine 32 gewürfelt gehabt. Das heißt, wie ihr sehen könnt, sie ist ganz knapp dran, aber auch ganz knapp daneben. Und hier kommt jetzt diese schöne minus 5 plus 5 Regel in Kauf, ja. Dass sich manche verfluchte Gegenstände, ja, Coven in der Dunkelheit, ja. Ja, das wäre nicht so schön, das wäre ganz und gar nicht toll, ja. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, dann wäre die Webcam reichlich sinnlos, ja. Dann kommt halt eben diese Regel in Kauf, ja. Dass sich manche verfluchte Gegenstände dann gerne als etwas Positives austarnen, ja. Obwohl sie gar nicht positiv sind, ja. Das heißt, der Spieler, der fragt, ne, du, was ist denn das für ein Ring, ja? Na, dann würfel mir mal, um das zu identifizieren. Der sagt dir dann, du würfelst eine 32 und du im Kopf weißt aber, der braucht eine 35. Und dann fängst du an so zum Grinsen. Innerlich, nicht vor dem Spieler jetzt, ja. Und sagst ihm, hey! Das ist eigentlich ein Geschicklichkeitsring. Der gibt plus 2 Geschicklichkeit. Und der Spieler so... Oh, plus 2 Geschicklichkeit. Da habe ich wieder eine AK höher, ja? Es hat geil. Und dann legt er diesen Ring an, ja? Und dann könnt ihr grinsen und lachen, ja, als Dungeon Master. Das sind die Freuden, die hinter dem Spielleiterschirm einfach abgehen, ja? Seitdem ich da wieder zuschaue, habe ich voll Bock wieder, ja. Ja, das glaube ich, ja. Das wäre auch einmal wieder in der Tat von Nöten, ja.
Weiß Radieschen von unten, das glaube ich nicht. Ja. Tut dich hier mit dem Falschen angelegt. Ja. Mir ist egal, wer ihr seid, wer einen Schritt in Tassoks Zelt setzt, wird einen Kopf kürzer gemacht. Ja. Dann holt mich, denn ich beabsichtige nicht umzudrehen. Wir sind hier auf Tassoks Befehl. Er wollte, dass wir seine Akten und Dokumente holen und sie ihm so bald wie möglich bringen. Ein Ablenkungsmanöver vielleicht, um dadurch irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Let's give it a try. Eure Lügengeschichten nehme ich euch nicht ab, Slog. Wie Ender sei hier, seid ihr auf dem Eisenthron zum letzten Mal in die Quere gekommen. Na, jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, merkt euch mal den Namen Eisenthron. Okay, also unsere Finte hat nicht so ganz funktioniert. Das macht aber gar nichts. Ja. Nur diesen Kampf sollte man ein bisschen ernst nehmen. Der kann ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen habe ich da vorne mich noch einmal gespeichert. Ja. Sprecht und verschwindet. So, Dorn, was hast du denn? Genau, die Aura der... Wie? Verzweiflung. Stufe 6 bis 14, minus 2 Schaden, Treffen, plus 2 auf Rüstungsklasse. Das machen wir mal, auch wenn du noch nicht in diesem Levelbereich bist. Aber der Magier muss weg. Alle auf den Magier drauf. Was ist es diesmal? Ah, du zauberst da mal einen Flammenpfeil. Und du machst nur... Ah, wobei, den Magier, den traue ich nicht, ja. Du machst mal einfach Furchtbannen. Einfach nur, weil du es kannst, ja. Und immer und du schießt mit deinem Bogen. Ah, dann brauche ich ein Flixbus-Jahreskarte. Naja, du wirst ja wohl einen Job haben mittlerweile, oder? Leider 6 Schaden durch Geschoss von Imon. Jetzt stockt halt natürlich alles ein bisschen, weil 100.000 Zauber gedirkt worden sind. Das macht aber gar nichts. Was haltet ihr davon, wenn wir mal hier so ein bisschen für Unrat stiften? Ja? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir werden mal versuchen, alle in Furcht und Schrecken zu versetzen. Ja? Ich höre zu. Fürs Erste. Dann vergiftest du nochmal deine Waffe, Dorn. Und da geht der Erste schon down. Na, das war aber ein Kindheitsspiel hier, ne? So. Muss trotzdem nur aufpassen. Ich bin der Meinung, dass nämlich in diesem Zelt hier Fallen auf dem Boden sind. Und da möchte ich natürlich nicht einfach reintapsen. Du bist ja ein komischer Kopf. Erstmal looten im Kampf. Immer gut, ja? So. Komm schon, Nira, mach mal deinen... Ey, das wird mir jetzt aber langsam hier ein bisschen zu bunt. Wer trifft mich denn da andauernd? Ah, 5 Geschosse, 5 Damage von ihm. Was ist das diesmal? Der Coven nimmt sein ganzes D&D-Zeug mit, weil du keinen Bock hast, nach Wien zu kommen. Ja, natürlich, das werde ich machen. Ja. Ich nehme mein ganzes D&D-Equipment mit, ja. Wohin ich schlagen soll, okay? Are you mad? Are you batshit insane? Never. Wenn, dann spiele ich das online. Außerdem dürfen wir sowieso nicht, das ist ja immer noch Corona. Oder wie ich es nenne, Chlorona, ja. Zum Klo runterspülen das Ganze. Oi, das tut mir jetzt aber leid, dass du der Zauber Schrecken keine Wirkung auf uns hat, ja. Jetzt seht ihr mal, wie wichtig es ist, dass man Furchtbannen hat, ja. Ja, perfekt, perfekt. Ihr geht's mal auf den Bogenschützen, ja. Damn, 900 Erfahrung für den, ja. Wow. Okay, das lief besser als erwartet, ja. Weil eigentlich, und das muss ich hier wirklich zugeben, wir chillen leben draußen. Wir haben keinen Lockdown, ja. Coven habe ich zu Hause, steht oben auf dem Kühlschrank. Ah, Corona habe ich auch. Dachte mir gerade, was mache ich bei Siano zu Hause? Wie bin ich dorthin gekommen, ja? Ich meine, wäre sicherlich nicht schlecht, ja. Mal gut, würde mal ganz gerne wissen, wie die Leute, die was so bei mir im Stream sind, zu Hause gehen. Ganz Österreich ist dicht, Nico, falls du es nicht mitbekommen hast. Ja, da ist was Wahres dran. Und ganz Österreich bleibt auch dicht, ja. Ich glaube, du kannst gerade nicht mal in ein anderes Bundesland oder so, ja. Ja, ja, Xero, das war jetzt ein bisschen durcheinander, ja. So, aber der Magier hat hier sehr wohl einiges an Stuff bei sich, was ich gerne mitnehmen möchte. Was ist das diesmal? Übrigens, ein Zauber, der glaube ich nicht in der Originalversion dabei war, ist das hier. Zauberstoß, ebenfalls ein sehr, 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 sehr starker Magierzauber, weil er nämlich Schutzzauber entfernt. Und Schutzzauber sind etwas, was die meisten Magier eigentlich immer und immer benutzen werden, ja. Und da ist es umso besser, wenn man das natürlich entfernen kann, ne.
Sehr gut, Nera, ich bin stolz auf dich. Du kannst dir doch was. Nee. Okay, das heißt, das... Ach, sein Gepäck ist auch voll. Meine Güte, jetzt haben wir so viel Klumpatsch hier drin. Ich kann es nicht mal identifizieren, aber ich glaube, diesen Bogen, den was wir da bekommen haben, das ist einer der besten, Bögen im Spiel, ja. Wenn ich mich recht entsinne, ja. Habe ich sonst noch irgendwie was, was ich jetzt brauche? Nö, sonst brauche ich nichts, ja. Bin gerade ein bisschen durcheinander, ja, weil das, was ich sagen wollte, ich bin eigentlich ein klein wenig unterlevelt. Alter, es gibt sicherlich Leute, die was das mit einem noch niedrigeren Level machen, weil es machbar ist, ja. Aber normalerweise, sagen wir mal, ist meine Gruppe hier schon so weit, dass mein Magier dann sogar schon Stufe 3 Zauber wirken kann oder bereits wirken kann, ja. Jetzt bin ich, glaube ich, sogar noch 2 Level entfernt, überhaupt dorthin zu kommen, ja. Also, wir machen es ein bisschen spannend, das Ganze. Wäre langweilig, ja. So, da drüben haben wir jemanden stehen namens Ender Sai. Auch der wurde ja genannt von diesem, wie heißt er denn noch, den wir da abgeschlachtet haben. Wenkt, glaube ich, war das, ja, der mit uns geredet hat. Nö. Gott, ist jetzt auch egal, ist jetzt nicht so wichtig. 410 Goldmünzen, why not, ja? So. Aber hier ist irgendwo eine Falle, das weiß ich, ja. Und könnt ihr mal das sehen? Hier haben wir quasi mit unserem Mauszeiger können wir da Söldnergilden der schwarzen Krallen, kalte Hand mit Waffengewalt, ja. Also das ist quasi ihr Slogan, für was das steht. Und hier in der Mitte ist ein schöner Thron, ja. Offensichtlich dürfte hier darauf Tassok residiert haben, ja. Nur wo der ist, jetzt ist wieder eine andere Geschichte, ja. Ja, wusste ich's doch. Da ist eine Falle, ja. So, bevor wir die Truhe öffnen, quatschen wir mal mit diesen Typen, ja. Was hast du zu... Beziehungsweise... Das können wir ja noch checken. Oder hat das Demon schon gecheckt? 340 Gold. Und ich habe mir eigentlich Gedanken gemacht, dass wir zu wenig Gold haben werden, ja. Aber jetzt scheint das Ganze doch wieder ein bisschen Fahrt anzunehmen. Von 800 auf 2744. Und mit den ganzen magischen Krimskrams, den wir da haben... Ja, da wird schon wieder ein bisschen was zusammenkommen. Es wird Zeit, das Portemonnaie zu füllen, ja. Ich stehe drauf. Weil das Gold werden wir sowieso noch brauchen und ausgeben müssen auch, ja. So, wer ist so? Die Zeit ist also gekommen, ja. Zeit für was? Erklärt euch. Meine Ermordung, was sonst? Ihr gehört aber gar nicht zu ihm, oder? Nein, dann würde ich seinen ranzigen Atem an euch riechen. Ihr habt recht, wir gehören nicht zu Tassok. Was ist hier los? Nun, das Problem hier ist, dass der ganze Ort durch und durch schlecht ist. Das sind keine gewöhnlichen Räuber. Sie sind halb schwarze Krallen und halb kalte Hand. Eine halbmenschliche Bande, hauptsächlich Hobgoblins, deren Anführer dieser unheimliche Ardenor Crush ist. Den haben wir auch schon gesehen, den haben wir auch hier getötet. Anderswo sieht es auch nicht besser aus. Nehmt doch nur den Priester Malahay, der ausgesandt wurde, die Mine von Nashkel zu vergiften. Er hat sich selbst als Koboldgott eingeführt und Legionen von hirnlosen, bellenden Dummköpfen glaubten ihm und waren bereit, ihm bis in den Tod zu dienen. Malahay ist tot. Ich weiß, dass er für Tassok arbeitete. Die Frage ist, für wen arbeitet Tassok, ja? Und jetzt wird's langsam, ihr merkt dieses Spiel, was zustande kommt in Dungeons and Dragons. Wir haben zuerst einen Drahtzieher, der für einen anderen Drahtzieher geht. Da habe ich mein Mikro getroffen, tut mir leid. Der wieder zu einem anderen Drahtzieher geht, der offensichtlich zu einer Organisation gehört und diese Organisation wieder einen Drahtzieher hat, wo der nächste Drahtzieher kommt, ja. Das ist alles Teil des Plots, ja. Und das ist, ja, manch einer mag das vielleicht nicht so haben, aber D&D hat so dieses Big Reveal immer am Ende, wo du dir denkst, natürlich, jetzt macht alles Sinn. Und dann kannst du eigentlich doch diese Sachen immer wieder wie so Puzzleteile zusammenstecken, ja. Und das ist es, was ich so liebe an diesem Spiel, ja. Das ist die große Frage, nicht wahr? Crush und Taugos Kosan, den haben wir auch gesehen, das ist der, der was den Prunkharnisch hatte, ja. Der Anführer der schwarzen Krallen glauben beide, dass er unter dem Befehl der Zentarim steht. Ein kurzes Background-Wissen. Die Zentarim ist eine Organisation, die...
nicht unbedingt gut ist, aber auch nicht unbedingt böse ist. Ja? Sie versucht halt schon mit aller möglichen Macht und Kraft noch mehr Macht und Reichtum zu bekommen. Ja? Und sagen wir mal so, ihnen ist alles Mittel der Welt recht quasi, um an das zu kommen. Ja? Sie stecken aber jetzt nicht in starken Komplotts in irgendwie, wir möchten die Weltherrschaft an uns reißen oder so etwas, so à la Pinky und Brain, das dürft ihr jetzt nicht verstehen, ja. So. Tasok übernimmt auch nicht gerade viel, um sie von diesem Verdacht abzubringen. Doch die schwarzen Krallen und die kalte Hand sind Räuberbanden, versteht ihr? Sie bereisen die Handelsstraßen und meiden die Städte. Und genau da liegt der Fehler. Ich stamme aus Baldur's Tor und kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Centaurin da nicht dahinter stecken. A Pinky und der Brain, a Pinky und der Brain, im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky und der Brain, Brain, Brain. Oh Gott, wieso fang ich damit an? Zurück zur Schwertküste. Wie könnt ihr da so sicher sein? Ich trage nicht nur Schuhe mit weichen Sohlen, um keinen Lärm zu machen, sondern auch um festzustellen, wem ich auf die Füße trete. Also du bist ein sogenannter Füßtreter. Sehr gut, ja. Ich mag das. Ich habe mich nicht mit den Centaurim angelegt. Ich habe mir meine Feinde ausgesucht und nur gegen eine einzige Gruppe gekämpft. Den Eisenthron. Und nun sitze ich tatsächlich als Tasoks persönlicher Gefangener hier. Der Eisenthron, wo finde ich den? Tasok hat den Mantelwald in letzter Zeit regelmäßige Besuche abgestattet. An eurer Stelle würde ich da anfangen. In dieser Truhe sind auch ein oder zwei Dokumente, die einen Blick lohnen. Und jetzt tretet den Leuten auf die Füße, in Ordnung? Jawohl, Füße treten! Ihr könnt ihnen sagen, dass Ender Sai euch schickt, ja? Der verborgene Stützpunkt im Mantelwald, ja? Und das ist auch quasi die Stelle, wo man zu Kapitel 4 kommt, ohne dem geht es gar nicht. Normalerweise wäre der jetzt hier, aber wir müssen erst die Dokumente lesen, weil da wird es, glaube ich, beschrieben, ja? Ich habe voll mitgemacht, ja. Fuß. Ja, Fuß. Gut, schauen wir uns mal diese ominösen Dokumente an. Wir zeigen eins auf die Hörner für einen guten Zweck. Wow. 2000 Gold und das einfach nur in einer Schatztruhe begraben. Und blaue Handschuhe. Oh, da werde ich richtig super heftig General werden damit, ja? Und nein, ich mach's jetzt nicht schon wieder mit General, ja? Kein Problem. Molahei und Tasok müssen das bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss. Jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht, warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter. Und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Ja, weil innerhalb dieser ganzen Sache, nur rund um diese Eisenknappheit oder so, ja, steckt auch noch immer die Tatsache, dass unser Ziehvater gestorben ist, ja, und wir mit Kopfgeldjägern bedroht werden. Und auch von welchen, die was mit diesem Eisenthron oder mit dieser Eisenknappheit zu tun hat. Ja. Aber warum? Was haben wir mit all der Sache zu tun, ja? Das kommt noch. Hier, Mantelwald, ja. Die Nachforschungen im Räuberlager haben einen Schritt in Richtung Mantelwald gelenkt. Es scheint, dass es dort tief im Wald verborgen eine konkurrierende Eisenmine gibt. David der Kabauter ist schon 100 Jahre alt. Er lebt in einem Zwergenwald, versteckt sich tief im Wald. Aber irgendwie so geht das, ja. Ach Gott, das sind Kindheitsträume, Leute, ja. Ah, warum bringen mich solche Spiele immer zum Singen? Ich weiß nicht, ich mach das nicht mit Absicht oder um euch zu quälen, ja. Auf jeden Fall beginnt hier mit Kapitel 4. Was, ja? Kennst du das nicht? David der Kabauter, ja? Seid das? Nein, kenne ich nicht. Oh, das ist wunderbar, ja. Aber gut, ich bin auch noch ein bisschen eine andere Generation, ja, als meine liebe Frau, ohne das Böse zu meinen. Und ja, vielleicht könnte es Siano kennen, ja. Wie alt bist du denn, mein Guter, ja? Also der gute Xero, ja.
So, ein Moment. Ja, da kann ich das gleich jetzt noch einmal abspeichern, nur damit ich weiß, dass ich es gemacht habe. Sehr gut, weil ich nämlich mir fast gedacht habe, dass Nero wieder zu dämlich dafür sein wird, ja. Wunderbar. Ich kenne nur das Lied Oh Mr. Swoboda, ne? Ja, er kennt es. Ja, er ist guter Mann, er ist guter Junge, ja. Ah, David, der Gavauta, ist schon 100 Jahre alt. Ja, das, oh Gott, das habe ich mir als kleines Kind immer angehört und auch angesehen. Also nicht nur das Lied, ja. Das ist, oh, ich glaube, das muss ich mal auf YouTube wieder suchen, ja. Aber all der Nostalgie beiseite. Da seht ihr mal, was solche Spiele bei mir hervorbringen, ja. Gut, lesen wir mal die Nachricht. Was haben wir denn da? Tazok, ich hoffe, die Dinge verlaufen ganz nach eurem Wunsch. Ich schreibe euch, um die Anweisungen von unserem Vorgesetzten weiterzuleiten. Mir wurde gesagt, dass es jemand gibt, der dem Eisenthron in Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Ihr sollt dafür sorgen, dass dieser jemand keine Möglichkeit erhält, euer Unterfangen zu verteilen, zu vereiteln. Sichert euch die Dienste des Mörders Nimbul. Ihr werdet es nicht bereuen. Gezeichnet Davorn, ja? Nimbul kennen wir noch. Das war der Kopfgeldjäger, der uns töten wollte. Aber das haben wir verhindert, ja? Und jetzt haben wir schon wieder einen neuen Namen, Leute. Ich weiß, das Spiel kann mit Namen unsicher werden. Bin 31, aber immer noch ein Kindskopf. So gehört das auch, ja? Ich werde 34 das Jahr und ich kann diese Lieder immer noch auswendig. Xero, was soll ich sagen, ja? So, Tazok, ich habe festgestellt, dass sich eure Eisenlieferungen in letzter Zeit verzögern. Wir benötigen dringend eine weitere Ladung Eisenerz. Verstärkt eure Überfälle und liefert innerhalb der nächsten Wochen an unseren Stützpunkt im Mantelwald. Bevor wir unser Ultimatum stellen, müssen wir einen möglichst großen Vorrat an Eisenerz anlegen. Außerdem möchte Sarevok, ja, noch ein neuer Name, wissen, was mit dieser Person geschehen ist. Wurde sie getötet? Ihr tätet gut daran, sicherzustellen, dass dies geschehen ist. Denn Sarevok würde sicher nur ungern gegenteilige Nachrichten hören. Gut, das heißt, wir haben einen neuen Namen. Davorn, das ist schwierig zum Aussprechen, und Sarevok, ja. Offensichtlich vielleicht derjenige, der uns töten will, oder zumindest jemand, der offensichtlich mit diesen Kopfgeldjägern anheimsteckt, wer weiß das schon, ja. Das stimmt. Hey Daniel, munter mich mal auf. Ich hasse Chemikalienlagerputzen. Wie kann ich dich aufmuntern beim Chemikalienlagern putzen? Ich hätte gesagt, schmeiß das Zeug aus dem Fenster, ja? Hast du irgendwo ein Fenster in der Nähe oder so? Stell dich dahin. Das war heute bei mir auf der Arbeit so cool, weil die haben ja erfahren, was ich dort quasi eingeleitet habe auf meiner Arbeit und wir arbeiten ja mit Humanalbumin, vielleicht kann ich dich damit aufheitern mit dieser kleinen Story und jeder, der was irgendwie schon mal im pharmazeutischen Bereich oder so tätig war, wo ist denn das da, der kennt vielleicht dieses schöne Wort, nennt sich Ausschuss, das bedeutet so viel, wenn etwas am Boden fällt, ja. Und jetzt nochmal kurz, ja, hier ist nämlich der Mantelwald. Den könnt ihr auch probieren zu erwischen, indem ihr quasi sagt, ihr möchtet gerne hierhin reisen vom freundlichen Arm oder von hierhin quasi nach Nordwesten. Ihr werdet ihn nicht erwischen. Ihr müsst quasi dieses Kapitel fertig machen, ja, damit er auf eurer Karte angezeigt wird, ja. Aber zurück zum Eigentlichen, ja. Der kennt ja dieses nette Wort Ausschnitt, alles vergiftet. Alles vergittert. Ah, das ist natürlich scheiße, ja. Das ist natürlich richtig blöd, ja. Aber der kennt dieses Wort oder hat das vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt. Das bedeutet so viel wie, fällt dir etwas auf den Boden, sei es jetzt das Produkt oder irgendwie etwas, was nur mit dem Produkt in Berührung kommt, wie ein kleines Fläschchen oder eine Fiole, dann soll man das nicht mehr benutzen, ja. Und ein Arbeitskollege hatte heute einen wunderschönen Vorfall damit gemacht, ja, dass er gesagt hat, weil, damit ihr es wisst, ich habe quasi heute meinen Job an den Nagel gehängt, ja. Ich habe gesagt, nö, das halte ich nicht aus hier, das ist mir alles zu anstrengend, ja. Bin aber auch schon wieder dabei, eine neue Arbeit zu suchen und unsere Idee war ganz einfach, dass er gesagt hat, hey, du könntest das Ganze ja auch beschleunigen, du nimmst dir einfach die Human-Albumin-Fläschchen, ja, wir drehen quasi jetzt da auf diese Musik, dieses und du jonglierst einfach mal mit den Fläschchen, ja, und gehst so in die oberste Ebene und sagst, hey, schaut mal, was ich mit den Fläschchen machen kann, ja, oder noch besser, warte mal, mach mal das Fenster auf und dann sagst du so,
Und dann so, warte, ich hab hier noch ein bisschen was. Und alle dann so, quasi so aus dem Fenster, so hinterrücks. Was machen Sie hier eigentlich? Ich versuche hier nur gerade einen Windzug zu erzeugen. Es ist reichlich warm in dieser Produktionsstätte, ja. Also, sieht man mal, was man so für Gedanken auf der Arbeit eigentlich bekommt. Es ist jetzt nicht so, als ich es gemacht hätte, ja. Aber einfach nur, dass mir ein Arbeitskollege den Anreiz zu so etwas gibt. Ja, fand ich schon ganz gut, ja. So, Momentchen. Was möchte ich jetzt als nächstes machen? Weil das steht ja auch in unserem Chat, ja, beziehungsweise in unserem Chat, in der Beschreibung, ja. Wir können jetzt quasi überall hin, ja, überall und nirgendwo. Kapitel 4. Soll ich in den Mantelwald gehen? Weil, wie gesagt, ich bin etwas unterlevelt. Wir kommen zwar jetzt demnächst gleich aufs nächste Level, aber im Mantelwald wird es reichlich schwer werden. Das war gut. Kommen jongliert mit Pharmazeutika. Ja, also wirklich mit so kleinen Humanalbuminfläschchen, ja. Ich meine, ich könnte es mit 3 Fläschchen, ja. Aber es würde einfach nicht gut kommen. Wenn du da so stehst bei der Linie, ja, bei dieser vollautomatischen und dich einfach hinstellst und dann so, so die Fläschchen einfach herumwirfst. Ja. Genau, wir werden es erst einmal so machen. Ich möchte auf jeden Fall Kapitel 4 in diesem Stream angehen, ja. Genau, und am nächsten Tag in der Zeitung Pharmafabrik durch Unfall geschlossen. Ey, da müsste man schon hergehen und wirklich alle Paletten einfach umtreten. Aber das wäre ja nicht so lustig, ja? Oh, what the hell, da zerbärst du... Ja, ist schon wieder gut wie Konia, ja? So. Warum ich hier hingegangen bin, hat einen folgenden Grund, ja? Erinnert ihr euch noch, dass wir dieses... Was, dieses Gebiet, oder... Irgendein Gebiet hier unten oder so, ja, in der Nähe von Nashkel, wo wir rausgekommen sind aus der Mine, ja. Da hat man die Möglichkeit, je nach Schwierigkeitsgrad und halt auch nach Glück, auf einen bestimmten Gegner zu treffen. Diese Gegner nennen sich Ankeks. Das sind im Prinzip, ich kann es euch zeigen sogar, ja, weil ich habe so einen da, quasi nur als Miniatur. Die Dinger schauen so aus, ja, circa. Jetzt halt nicht weiß, weil der ist nicht bemalt, grünlich, bräunlich, schwarz, es gibt sie in allen möglichen Farben, in dem Spiel sind sie hauptsächlich grün. Das ist quasi nichts anderes als ein riesiger Käfer, müsst ihr euch vorstellen, der unter der Erde lebt, ja. Dieser Käfer hat die Möglichkeit quasi, ja, Kekse? Ja, Ankhekse, ich kann es quasi nicht schreiben, aber geschrieben A-N-K-H-A-E-G. Ihr werdet sie dann auch gleich sehen. Warum erkläre ich das eigentlich, wenn ich sie sogar hier triggern kann? So wie da, ja. Weil dieses Gebiet hier kurz vor Baldur's Tor ist quasi von diesen Viechern mehr als nur überwuchert, ja. Und die gibt's hier zuhauf. Und die Dinger sind auch verflucht stark, ja. Sollten, glaube ich, verflucht stark sein für unser Level. Geben aber auch gute Erfahrung. Holy hell, Minsk. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Von Knolle auf Ankeks, ja. Die sind in der Lage, eine Säure zu spucken und auch gut Schaden auszuteilen, wie ihr sehen könnt, ne? 12 Schaden auf dem Minsk, das tut schon reichlich weh. Aber sie können uns etwas geben. Und zwar das hier. Einen Ankek, und da haben wir es. Jetzt brauche ich jetzt keinen Buchstabierwettbewerb da machen, ja. Das sind die Keksis, ja. Ich nenne sie leidenschaftlich immer gern Keksis, ja. So, der Ankek ist ein in der Erde lebendes, insektenähnliches Wesen von 3 bis 6 Metern Länge. Er ist hauptsächlich in Wäldern oder in guten Ackerböden zu finden. Ankeks haben einen Panzer aus einer Substanz, die Chitin genannt wird. Chitin ist äußerst hart und dabei noch sehr leicht. Größe, Gewicht und Härte des Panzers machen diesen zu einem vielgesuchten Material. Es können daraus zum Beispiel Rüstungen gefertigt werden. Und sollte man halt diesen Trick nicht kennen, dass man quasi schon einen Ankek-Plattenpanzer, ja, für Lauch befindet, ja, kann man sich, wenn man eben diesen Gegner bekommt, hier in dieser Stelle dann den ersten Ankek-Plattenpanzer machen. Aber man gibt sich ja nicht mit einem Ankek-Plattenpanzer zurück. Chitin! Ja, richtig! Beste! Sau leicht und hart wie Stahl, wenn nicht sogar härter als Stahl, ja?
und leider auch vielen Viechern beheimatet, die was unsere Haustiere quälen, wie Flöhe. Gott, das ist echt nervig und das ist echt widerlich, ja, einen Floh quasi zu zertreten. Beziehungsweise das geht ja gar nicht, man kann ihn ja gar nicht zertreten. Das erinnert mich an die Sache, wo meine Katze Flöhe hatte, ja. Boah. Das ist absolut Beste, ja. Also Beste in Form von Chitin ist super, ja, aber nicht, wenn es halt auf den Viechern drauf ist, ja. So, entschuldigt für den Fall, dass ich mich heute mal hier und da ein bisschen mute beim Stream. Ich habe so ein, wie soll ich sagen, ein bisschen einen kratzigen Hals, ja. Dieses Knack, wenn man den Käfer zertritt, ja, richtig, ja. Genau von dem spreche ich, ja. Das Problem ist, man schafft es ja gar nicht quasi mit dem Finger, indem man so drauf drückt. Man muss ja wirklich mit was Harten auf dem Vieh drauf treten. Also wie zum Beispiel irgendwie sowas Stumpfes, ne? Wie zum Beispiel jetzt dieser kleine Mini-Tripod, ja. An das kann ich mich nur erinnern, weil meine Katze hat sich die auch eingefangen und wir wissen nicht, wie sie das geschafft hat. Ich wusste es. Ich hätte auf das Spiel schauen sollen, ja, anstatt auf den Chat, ja. Und die hat sie sich eingefangen irgendwann einmal, ja, vor Jahren. Und weil die Viecher ja auch noch schwarz sind, ja, und noch klein, sind sie natürlich noch um einiges besser zu entdecken, mitten im Dunkeln, ja. Weswegen wir halt natürlich versucht haben, sie irgendwie in einen hellen Untergrund zu bekommen und ihr quasi den Nacken eingeschmiert haben, dass die Biester halt von ihr runterhüpfen, ja. Und wir haben den Trick gemacht, dass wir versucht haben, mit unserer Katze damals zu spielen, in der Badewanne. Ja, das klingt jetzt reichlich strange, ja. Nicht schon wieder, hey da! Und quatsch mich an, ich kann nie das zu Ende... Okay, ich sag das schnell zu Ende, ja. Und dass wir quasi mit ihr in der Badewanne gespielt haben, weil die Badewanne ist ja weiß und die Flöhe sind schwarz, ja. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele von diesen schwarzen Punkten überall in dieser Badewanne war und man kam quasi mit dem Zerdrücken der Flöhe nicht hinten danach. Und das ist die ganze Zeit immer so dick, dick, dick. Wie wenn jemand, das kennt wer, wenn wer am Nägel beißen tut, ja, und man hört dieses Geräusch. Genauso klang das die ganze Zeit, ja. Aber hey da, Wanderer, bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Sei gegrüßt, junger Mann. Du sprichst mit deiner Frau, by the way, ja. Mit deiner schwarzen Frau. Ist aber egal, ja. Ich hoffe, dass es euch gut geht, ja. Ich habe den letzten 10 Tagen viel von euch gehört und bin davon sehr beeindruckt. Verfolgt ihr mich, alter Mann? Und was habt ihr gehört? Nur Gutes, hoffe ich. Ja, natürlich, wir wollen ja unseren schlechten Ruf wieder nach oben bringen, ne? Das hängt davon ab, wen ihr fragt. Hinter euren Handlungen scheinen größtenteils gute Absichten zu stecken. Und das führt dann auch zur entsprechenden Reaktion. Vieles hätte ich gleich gemacht, wenn auch vielleicht mit anderen Methoden. Die bisher entdeckten Hinweise haben euch sicher in dieselbe Richtung gelenkt, die auch ich eingeschlagen hätte. Ich bin mir meines Weges sicher, doch vielleicht sollte ich mich mit euch beraten, nur zur Sicherheit. Ja, unser Weg führt uns in den Mantelwald, aber warum ist Elminster die ganze Zeit eigentlich hinter uns her, ja? Ihr seht schon, jedes Mal, wenn wir einen Kapitelwechsel haben oder im Kapitel irgendwo ankommen, ja, dann ist er da. Was soll er bei uns verfolgt? Was will der spitzhaarige rote Typ, ja? Der ist ein Red Mage aus Final Fantasy XIV, ja? Das könnt ihr auch mal wieder spielen, ja? Tolles Spiel. Wie ihr inzwischen bestimmt festgestellt habt, scheinen die Hinweise auf den Mantelwald zu deuten. Die Schurken, die hinter den Räubern stecken, haben wahrscheinlich eine Art Stützpunkt dort. Aber natürlich erzähle ich euch damit nur Dinge, die ihr bereits wisst. Viel Glück auf euren Reisen, junger Mann. Nehmt euch in Acht, denn ihr habt euch sowohl hier als auch in euch selbst mächtige Feinde gemacht. Leider kann ich in dieser Hinsicht nicht deutlicher werden, doch die Ereignisse müssen eben ohne Einmischung ihren Lauf nehmen. Ha! Ohne deine Einmischung? Na, so was aber auch. Der spricht in Rätseln, oder Leute? So, jetzt werden wir es nochmal schaffen, dass unsere Männer in der Gruppe den richtigen Weg gefunden haben, ja? Aber ja, das, einerseits kann ich es verstehen. Männer fragen nicht nach dem Weg, ja? Das ist ein Zeichen von Schwäche. Das ist ein absolutes Zeichen von Schwäche, wenn man als Mann nach dem Weg fragt, ja? Wieso kriegt die... Moment, Imon... Blitz, Imon. Sehr gut. Weitermachen, Imon. Lass dich immer mehr vom Blitz treffen, ja? Der kommt mir verdächtig vor. Ja, er ist auch in gewisser Weise verdächtig, ja? Hm. Ich bin vor
So. Ich hab was am Ohr. Das ist aber schlecht, ja? Gut. Wir wollen erstmal das ganze Zeug verkaufen, was wir haben. Einfach nur mal, um sicherzustellen, wie viel Gold wir denn bekommen, ja? Weil die Idee, warum ich mir so einen Ankick-Panzer geholt habe, ist ja nicht völlig grundlos. Ich habe davor, daraus einen Ankick-Plattenpanzer zu bauen. Der ist aber schon ein bisschen teuer. Das werdet ihr bald sehen. So, aber das Kettenhemd plus eins, kann man einmotten, brauche ich nicht mehr. Und, das machen wir zum Schluss, das machen wir ganz, ganz zum Schluss, ja. So, Lederrüstung weg, das Schnelligkeitsöl kann man auch verkaufen, das ist leider nicht das, was es vorgibt zu sein. Und auch, boah, guckt euch mal die ganzen Räuberskalpe an, die wir haben. Wir werden gar nicht mehr wissen, wohin mit unserem Geld, ja. Ja, aber die sehr wohl geschenkten Lederrüstungen, das ist ja ganz nett von diesem Hobgoblin-Typen, aber so viele Lederrüstungen brauche ich nicht. So viel kann ich mal tragen, ja? Plot-Twist. Er ist der Drahtzieher hinter allem und beauftragt Kopfgeldjäger. Nein. So viel sei mal verraten. Er ist es nicht, ja? Ich möchte es halt so... Es ist halt schwierig, das Spiel spannend zu machen, weil... Und das gebe ich halt zu, auch wenn es eines meiner Lieblingsspiele ist, ja. Das Spiel mit der Story hat natürlich mehr Spannung, wenn man es selber spielt, als wie wenn man einen Typen wie mir jetzt dabei zuschaut, der von Dungeons & Dragons schwärmt. Natürlich werde ich alles, was von Dungeons & Dragons kommt, so weitestgehend in den Himmel loben, auch wenn nicht alles toll ist, ja. Ah, diese Musik immer. So, wir tun das mal... alles identifizieren, dann kann ich euch nämlich auch gleich mal diesen roten und violetten Trank da zeigen, den wir uns am Naschkellermarkt gekauft haben. Und halt eben auch die eher nicht so berauschenden blauen Gegenstände. So. Aber die Story hat was, ja. Es ist halt zwar alt, ja? Aber deswegen trotzdem gut, ja. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier unter anderem... zweimal einen mittleren Schild plus eins. Joa, kann man lassen. Das Problem ist nur, die gute Vicky kann das leider nicht tragen. Weil die hat nämlich nur 10 Stärke, ja. Das heißt, aber ist ja bei ihr nicht so schlimm, weil sie hat schon einen kleinen Schild plus eins, ja. Sie muss halt leider auf kleine Schilde zurückgreifen, als wie auf mittlere Schilde. Aber, ja, im Moment ist der Einzige, der da was damit richtig anfangen kann, unser Dorn, ja. Weil den habe ich nämlich vor, quasi mit Schwert und Schild ausrüsten zu lassen. Ja? Die anderen Waffen, was wir haben, ist ein Kriegshammer plus 1. Reichlich worthless für uns, weil wir haben mittlerweile schon nur eine Person, die mit Waffen oder mit Kriegshammern umgehen kann. Und das ist die Vekonia. Und die benutzt den Hammer zwar nur in äußersten Notfällen. Ja? Somit auch da eigentlich mehr nur eine potenzielle Geldquelle. Und dann haben wir hier noch einen Wendespeer plus 3. Und mit plus 3 bist du schon mal richtig auf der fetten Sache hier, ja. Allerdings, der Speer ist verflucht. Kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Bei jedem Treffer erleidet der Träger 3 Schadenspunkte durch Stich. Aber er ist halt plus 3. Und da kommt immer so diese Sache ins Spiel. Also das ist, glaube ich, so ziemlich der beste Speer im Spiel, den man bekommen kann, ja. Allerdings hat halt er eine unangenehme Nebeneigenschaft, ja. Aber man hat halt einen 1 bis 6 plus 3 Speer, der schnell zusticht, ja. Das ist halt natürlich auch was, ja. So, brauche ich sonst noch... Ach ja! Moment. Kehrtwende. Jule hat wieder mit Diablo gestartet auf der Switch. Gerade für 30 Euro im Angebot, ja. Ist definitiv eine Überlegung wert, ja. Wobei ich glaube, meine Frau ist das hauptsächlich am PC am Spielen, ja. Und wenn wir gerade schon von Diablo reden, ey Leute, seid ihr auch irgendwie so gehypt auf das, auf Diablo 2 Resurrected? Das würde ich so gerne spielen, wenn nicht sogar im Stream, ja. Sondern vielleicht auch halt, ja, also jetzt auch im Stream, als auch wie so selber für mich, ja. Und dass man da vielleicht mal irgendwie mal so einen Community-Stream damit macht, ja. Wo wir gemeinsam spielen und quasi Schnetzel machen, ja. Gibt leider niemanden, der mit das auf dem PC zockt. Das stimmt nicht, ich zeige auf. Ich würde spielen, ja. Ich bin zwar kein Fan von Diablo 3, aber ich finde es kein
Scheißspiel, ja. Sagen wir es mal so, ja. Ja, dann sage doch was. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Auf jeden Fall, hier haben wir einen sehr guten Langbogen, den leider die Imon aber nicht benutzen kann. Aber wer anderer macht bloß nicht den Fehler, diesen Bogen zu verkaufen, ja. Weil, und das habe ich ja mal gesagt, dass es ja die Eigenschaft dieses Spiels ist, dass Charaktere selber leveln. Wenn ihr Minsk diesen Bogen gebt, ja, habt ihr einen absolut fantastischen Fernkämpfer, ja, mit den Handschuhen der Geschicklichkeit, ja. Der Typ kann damit so viel Schaden machen. Oder, wenn es nicht Minsk sein soll, der das bekommen soll, dann gibt es noch meiner Meinung nach den besten Dieb im Spiel, der damit abgeht wie Schmidts Katze. Ja. Und den habe ich vielleicht sogar vor, in dem Stream heute zu holen. Ja. Ich zeig gerade Wolken. Ja, Wolken ist ähnlich wie Diablo. Ja. Für mich ist ganz einfach Diablo 3 und vielleicht mache ich mir damit ein bisschen Feinde. Ich finde es halt kein schlechtes Spiel. Ich finde es eigentlich ein gutes Spiel, aber ich finde es halt nicht wirklich ein gutes Diablo. Muss ich leider zugeben, ja. Für mich ist dieses Diablo ein bisschen zu entschlackt. Mir fehlt da einfach was, ja, in diesem Diablo. Ach ja, und übrigens den Ring, den wir gefunden haben hier, ja, weil ich gesagt habe, mach bloß nicht den Fehler, den anzulegen. Das ist der verfluchte Ring der geringen Monstrosität. Der Träger sieht aus wie ein Zombie und die bekommt minus 4 Charisma. Der nächste verfluchte Gegenstand, ja. So, den Wendespeer habe ich jetzt versehentlich verkauft, aber auch nur, weil er 1000 Gold gibt. Weil ich glaube, diese verfluchten Gegenstände, hier nehme ich, glaube ich, gar nichts. Oder? Nö. Aber die heben wir uns erstmal auf, ja. Vielleicht können wir den irgendwen geben, den, was man nicht leiden kann. Wir hatten den Gürtel, da ist der Gürtel der Umwandlung, ja. Komm, wir heben uns den ganzen Scheiß mal auf, ja. Weil ich glaube, Species hat da... Irgendwer, der was mich auch letztens gefollowt hat, ja, hat gesagt, er kennt manche verfluchten Gegenstände nicht, ja. Deswegen hebe ich die einfach mal nur auf, nur damit ihr sehen könnt, was es hier eigentlich für verfluchten Kram alles gibt, ja. Und allein mit Totenbeschwörer macht das auch Fun, ja. In Gruppe fetzt das wie Sau. Definitiv, ja. Das müssen wir ändern. Meine Favos sind Zauberer und Monk, ja. Nee, nee. Nekros und Wusermann, ja. Ach, der Hexendoktor, wie er heißt, ja. Ich muss zugeben, ich habe nur das Original Diablo 3 gespielt, ja. Also nicht die Erweiterung. Aber was nicht ist, kann noch werden vielleicht, ja. Wir machen erstmal eine Rast, ja. Ich habe Diablo 3 auf PS3 noch, ja. Echt, gab's das für PS3? Ja, gut, stimmt, weil Julia und ich, wir haben es damals, glaube ich, auch auf der Xbox gespielt, ja. Aber hab da gemoddetes Equipment. Also ein Cheater. Alles klar, Nico, ja. War fast zu erwarten, ja. Dann fange ich schon wieder an zum Stacheln, ja, aber genauso muss das, ja. So, da ich nicht die Zauber benutzen möchte, machen wir das jetzt so. Heil mal bitte der ganze Group, ja. Ja. Kommt, wir können es uns leisten jetzt, ja. Jetzt schaut's einigermaßen human aus, ja. Perfekt. Aber die 150er Easy Clap auf schwierigsten Grad XP, ja. Naja, ich halte persönlich auch nichts von zu modden. Wenn ich cheaten will, dann spiele ich Sims. Okay, also so Cheats in Sims ist aber immer was, wo ich sage, okay, bei dem Spiel ist es jetzt nicht so die Überdramatik, ja, weil, sagen wir es mal so, Sims, obwohl es jetzt ein Casual-Spiel ist, lebt ja quasi von der allerersten Experience, die du hast. Und wenn du mal aber weißt, wie alles geht, ja, ja, natürlich könntest du sagen, okay, du erstellst eine neue Familie und machst den ganzen Kram halt noch einmal von vorne, ja. Wow, jetzt muss ich mich aber fürchten vor den paar Wölfen, ja. Da kommt mir nicht einmal das... Ja, habe ich noch, ja.
Da kommt mir nicht mal mein Waldläuferherz hoch, weil nur so ein Wolf jetzt dazu, wie soll ich sagen, zu bezaubern, bringt mir nichts, weil ich kann ihn nicht mitnehmen, ja. Und ja, bei Sims ist es halt so, das lebt halt quasi von der ersten Erfahrung, die man spielt. Und wenn man dann das schon einmal gespielt hat, ja, dann möchte man halt natürlich schauen, dass man so weit wie möglich wieder, ja, dorthin kommt, wo man war, ja. Die gibt es sogar auf einer eigenen Seite von Sims Cheatcodes, ja. Was du nicht sagst, Nico, ja. Hab's erste Mal Sims gezockt vor 2 Wochen, ja. Ich hab Sims eigentlich wirklich die komplette Serie gespielt, von 1 bis 4. Mag man gar nicht glauben bei mir, dass man sagt, ja, Robin, du spielst Sims, ja. Aber ja, so eine Runde Shrimps, das kann schon was, ja, ab und an. Ich könnte es aber nicht länger, wie sagen wir, vielleicht 2, maximal 3 Stunden spielen, ja. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns einen neuen Ankeg-Plattenpanzer holen, damit wir hier in der Gruppe noch ein bisschen besser gerüstet sind, ne. Tommy! Sims, das teuerste Spiel aller Zeiten, ja. Well, wenn du es mit den ganzen Add-ons zusammennimmst, ja, auf jeden Fall, ja. Gut. Küss mich, hat nämlich was zu sagen, ja. Hübsches Zeug, was ihr da habt. Gutes Material. Ankeg, wenn ich mich nicht irre. Habe sowas lange nicht mehr gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann man sich daraus eine schöne Rüstung machen. Wenn man es geschickt anstellt, ist es genauso gut wie echte Panzerplatten und dafür nur halb so schwer. Solltet ihr euch davon trennen wollen, würde ich 500 Goldmünzen springen lassen. Mehr ist bei der momentanen Geschäftslage nicht drin. Wir haben alle unter der Eisenknappheit zu leiden. Bei denen ist es eine Eisenknappheit, bei uns ist es eine Virusinfektion. Irgendwie, ja, kommt mir das alles seltsam bekannt vor, ja. Wir haben kein Interesse, ihn jetzt zu verkaufen, aber wenn wir es täten, dann natürlich an euch. Ja? Kaum ein annehmbarer Preis für die Schwierigkeiten, die wir bei der Beschaffung hatten. Verdoppelt euer Angebot und betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Ja, also man kann natürlich hergehen und sagen, okay, man hat jetzt kein Interesse an dem Panzer, ja. Und kann halt quasi diese Ankeg-Platten, also diese Ankeg-Platten bei ihm verkaufen für jeweils 500 Goldmünzen. Die Dinger sind aber unheimlich schwer. Also ein so ein Ding wiegt 100 Pfund, ja. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt jemanden habt mit 19 oder 18 Stärke, könnte der vielleicht gerade mal im besten Fall 3 Stück tragen. Mit 19 Stärke könnte er, ja, sagen wir 4 tragen. Kommt jetzt darauf an, wie ihr voll gepackt seid. Lohnt nicht wirklich, aber wir nehmen das jetzt. Was für eine Schande. Das würde ziemlich was einbringen, wenn man es verarbeitet. Wie wäre es damit? Für 4000 Goldmünzen mache ich euch eine Rüstung daraus. Das ist die Hälfte von dem, was ich normalerweise für eine solch ausgefallene Arbeit verlange. Aber wie gesagt, das Geschäft geht zurzeit nicht so gut. Ja? Ein anständiger Preis für das Werk von Terum Donnerhander. 4000 Goldmünzen sind es, ja? Ja, machen wir. Ein weiser Entschluss. Die Verarbeitung wird eine Weile dauern, aber in Kürze wird die schönste Rüstung von ganz Beregost, wenn nicht gar der ganzen Schwertküste, euer sein. Kommt in 3 Tagen wieder, dann könnt ihr sie abholen. Eigentlich bräuchte ich die Rüstung jetzt sehr dringend. Ich werde häufig niedergestochen. Wie wäre es, wenn ich euch 6000 Goldmünzen gebe, damit sie bis morgen fertig ist? Ha, Leute, was meint ihr? Sollen wir das machen, ja? Kostet standardmäßig knapp 700. Ja, deswegen warte ich immer, ja. Ich habe Sims 4 komplett ausgelassen, ja. Haben wir es? Ja, wir haben so viel Gold. Wir haben nahezu fast 8000 Goldmünzen, ja. Oder wir können auch sagen, nee, wir geben ihm 4000 und behalten das, ja. Das lasse ich jetzt euch entscheiden, ja. Der Unterschied ist quasi wirklich nur 3 Tage, ja. Sparen. Natürlich, Nico sagt sparen, warum auch mehr Geld ausgeben, ja. Jo, 6k sagt Venom, ja. Okay, machen wir es so. 1 für sparen, 2 für deal with it, ja. Take all my money. Shut up and take my money. Take my money, ja. Kommt schon, Leute. Dieses ominöse. Ist wieder ominöse Mantelwald, ja. 2, also wir haben eine 1 für 1 und eine 2 für 2. Weil ich entscheide mich auch nämlich, ich würde mich auch dafür entscheiden zu sagen, okay, komm,
Wir geben ihm dann noch die 2000 Goldmünzen oben drauf, ja. Und gut ist, ich will die Rüstung morgen haben, ja. Falls er sich darauf einlässt überhaupt, ja. Aber sehe ich noch eine 2? Na, dann ist es ja eh, dann ist es ja eh entschieden. Nee, nicht ganz, ja. Deswegen ist das ja ein Twitch-Stream für euch. Ihr habt ja ebenso Entscheidungsfreiheit, ja. Aber ich sehe jetzt 2 Zweier, ja. Der Rest ist eher schweigsam. Ich habe auch eine 2. Ah, komm. Wie ihr wünscht, ja. Die Gruppe hat Gold eingebüßt. 6000, ja. Gut, das macht aber nichts, ja. Wir haben immer noch 1300. Ihr werdet gleich merken, dass wir noch so viel Gold jetzt bekommen werden. 2 passt, Tommy. Ja, das ist gut, ja. Ach, gehen wir 2, ja. Ja, was siehst du, Nico? Geldgier. Mit dem kommst du hier nicht weiter in dem Spiel, ja. Man muss investieren, um Gold zu bekommen, ja. Das ist zwar ein völlig dämlicher Spruch, ja. Aber ich glaube, so jeder Geschäftsmann wird da so ein bisschen mit zustimmen, ja. Was wollte ich hier drin eigentlich? Ach so, ja. Oftmals hat mein Gehirn Aussetzer, ja. So. Officer Wei, ja. Oder Officer Fei, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Ist auch egal. Ich habe da so ein paar Räuberskalpe für dich, ja. Ja, ja, ja. Shut up and give me money. So, 2700. Alleine nur für die Räuberskalpe. Kann man, glaube ich, lassen. Sieht gar nicht so schlecht aus, ja. Sieht ganz gut aus. Das stopfen wir da alles da rein. Ach ja, die Stäbe, was wir da identifiziert haben, sind Stäbe der Furcht. Kann man auf jeden Fall benutzen. Ist jetzt nicht so verkehrt, ja. Und das andere, was wir haben, ist ein Stab der Monsterherbeirufung. Das ist ein sehr, sehr, sehr starker Stab, ja. Jetzt nicht, weil man sich die Übermenge an Monster herbeibeschwören kann. Das konnte man im Original, bald es geht, das war reichlich broken, weil da gab es keine Limitierung dafür, wie viel Monster man beschwören konnte, ja. Man konnte regelrecht das ganze Spiel mit Monstern zukleistern. Kleiner Fun Fact, ich habe damit meistens immer den Endboss gemacht, ja. Ich habe ihn quasi mit beschworenen Monster umkreist, ja, und habe ihn eigentlich nur mit so, ja, kleinen Hobgoblins oder sonst was dann sterben lassen, immer, ja. Es war immer ganz lustig, weil er doch ziemlich mächtig ist, ja, der Endboss, ja, und eine Schneise durch meine Monster durchgezogen hat, ja. Aber wenn halt 300 Pfeile auf dich einhageln, irgendwann bist du dann trotzdem tot, ja. Sims 4 habe ich Mittwoch ausprobiert. In 2 Stunden mein Haus bekommen, Frau klar gemacht, geheiratet, Kind bekommen, ich, okay, hab's durchgespielt und wieder deinstalliert. My life in 2 hours. Ja, weiß auch nicht, keine Motivation mehr gehabt. Ja, ist so ein Spiel wie Schrimps, das. Auch ich muss dazu sagen, ich kann das auch nicht länger spielen, ne? Aber Sims 3 gefiel mir einfach. Ne, hieß ein Eck. Ja, Sims 3 ist auch wesentlich, wesentlich besser als Sims 4 leider, ja? Wobei ich sagen muss, ich mag den Artwork-Style, ja? Und ich finde es sehr interessant, wie wir von Baldur's Gate und Dungeons & Dragons auf Sims gekommen sind. Aber das ist das Schöne auch immer bei so Streams, ja? Ich mag diesen Art-Style, wie Sims 4 ausschaut, sehr. Diesen Art, ja, Comic-Look jetzt bei diesen Sims. Ja. Es wirkt nicht so abgedroschen, finde ich, aber es sieht immer noch sehr simulationstechnisch aus. Ja. In Sims 3, finde ich, sahen die Sims eigentlich sehr, sehr plastisch, puppenartig aus. Und auch die Animationen waren nicht so gut. Das mochte ich in Sims 4 wieder um einiges mehr, ja. Wie wär's mit einem Whisky? Ah, vielleicht später, ja. Wobei, ein Whisky könnt ihr auch mal wieder trinken, ja. Da fällt mir aber ein, darf ich so etwas überhaupt auf Twitch sagen, ja? Na gut, es gibt Leute, die auf Twitch rauchen. Ich glaube, da ist es dann nicht so verboten, wenn ich sage, ich hätte Bock auf einen Whisky, ja. Ah ja, übrigens, hier Perlenkette, was wir im Räuberlager gefunden haben. 500 Goldmünzen, ja. Kann ich mir schon ruhig was gönnen, ne? Feuerschutzrobe. Ah, komm, wir heben es uns nochmal auf. Im schlimmsten Fall kann ich es immer noch verkaufen, ja. Ah ja, noch etwas. Jeder Lindwurm, deswegen habe ich die mitgenommen, ja, hinterlässt quasi den Kopf. Und diesen Kopf kann man ebenfalls noch einmal für sage und schreibe 500 Goldmünzen verkaufen. Ist es geil.
Wenn ich das mal wieder spielen könnte. Weiß auch nicht. Ich liebe Sims 1 immer noch, wie am ersten Tag, ja. Sims 2 habe ich auch auf der PS2 etwas gespielt. Sims Gestrandet ist aber mein Favorit-Sims-Spiel, ja. Puh, ich wüsste jetzt gar nicht. Ich glaube, mein Favorite-Sims-Spiel war das Add-on für Sims 3, das Late Night geheißen, wo diese große Stadt hinzukam oder so. Gut, wir müssen sowieso eine Rast machen. Weil nur so komme ich quasi an die Rüstung jetzt dran. Was haben wir denn jetzt momentan an Gold? Ja? Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen verpeilt, ein bisschen hin und her. Er geht vor und zurück und hin und her. Der Schleifentrick ist gar nicht schwer, ja. Hast du den Schleifentrick erst raus? Sieh deine Schuhe prima aus. Warum muss ich immer in einen Stream singen? Ja. Und dann Sims 2, wo ich irgendwo ein Hotel aufbauen muss, ja. War das in Sims 2? Kann mich gar nicht mehr erinnern, ja. Wir brauchen auch wieder, sehe ich gerade, Pfeile und alles, ja. Ah, okay. Wir müssen uns erstmal entdecken. Bevor unsere Reise weitergehen kann, ja, nach Kapitel 4, wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, an Level aufzustocken. Es gibt nämlich ein Gebiet, wo man wunderbar Experience farmen kann. Ja. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, das habe ich euch schon mal gezeigt auf der Weltkarte. Da gibt es so ein Gebiet, das da. Vielleicht mache ich das noch oder werf das noch vorher ein. Ich wollte auf jeden Fall das mit den Ankickplattenpanzer noch zwischen Kapitel 3 und 4 machen. Ja. Ach, auf dem DS meinst du? Okay, ja. So. Die Hörner für einen guten Zweck. Ich habe immer verstanden früher, eins auf die Hörner für einen Mutterzwerg, ja. Bis mir mein Vater mal erklärt hat, dass er gesagt hat, er sagt für einen guten Zweck, ja. Ah ja, übrigens, nicht vergessen, ja, immer machen, ja. Viconia, du brauchst Kugeln. Nira, du brauchst... Boah, ja. Ich wusste, dass das meiner Frau gefällt, ja. Ach ja. Jetzt kommt. Was ist mit ach ja? Boah. Willst du einen Whisky? Ich weiß nicht, ob ich auf Twitch Alkohol zu mir nehmen darf, ja. Ich muss zugeben, ich möchte es einfach nicht riskieren, hier gebannt zu werden wegen so etwas, ja. Das Angebot ist sehr, sehr nett, meine liebe Frau. Aber ich bevorzuge jetzt erst einmal nein, ja. Nicht, weil ich dein Angebot nicht annehmen möchte, sondern ganz einfach, weil ich nicht, ja, wegen Dummheit meinerseits dann irgendwie einen Twitch-Bann kassieren möchte, weil ich habe Spaß daran mit euch, Leute. Es ist toll, ja. Rum her, ja, oder rum eher, ja. Warum ist der Rum ständig alle? Ach komm, braucht auch kein Schwanz mehr. Hau weg den Dreck, ja. Hau weg die Scheiße, ja. Ab dafür, Alter. Hau weg die Scheiße, ja. Warum muss ich immer irgendwelche Filme zitieren? Das ist schrecklich. So, Pfeile? Hast du Pfeile, mein Gut? Du hast Pfeile. Sehr gut. Ja, wir schießen erstmal wieder mit normalen Pfeilen. Weil ich einfach ein Geizkragen bin. Mag diese ganzen teuren Sachen dann am Anfang nicht verschwenden. Sänger der Nacht. Doinks. Für Nira wäre es halt besonders gut, wenn ich dann endlich einmal irgendwie eine Fertigkeit bekomme, dass sie vielleicht mit Wurfdolchen schießen kann. Das würde weitaus mehr machen, als wie eine Schleuder in die Hand zu drücken. Aber die Gute will ja kein Level aufkommen, also Level aufsteigen. Aber das werden wir dann gleich mal erzwingen hier, das Ganze, ja. Darf ich Alkohol beim Streamen trinken? Alkohol trinken oder rauchen ist seitens Twitch nicht verboten. Lediglich exzessiver Alkoholkonsum oder der Konsum illegaler Drogen ist strikt verboten. Ja gut, das wusste ich nicht, Tommy, aber danke für die Aufklärung, ja. Ich bleibe erstmal vorher bei meinem Energy Drink, ja, den ich hier habe, ja. Und Lampen, ja genau, Lampen, Rope, Bombs. Ach, die Zelda CD-Spiele sind schrecklich, ja.
But instead, I'm talking to this asshole, ja? So, wir wollen rasten. Ja, vielleicht habe ich das Glück, dass beim Rasten ich wieder roste und wir wieder träumen. Wer ist mit einem Whisky? Apropos Whisky, wenn ich mich schon nicht so trinken möchte jetzt, ja, vielleicht können wir sie hier. Wir nehmen einen Rubinwein aus Westtor. Aber wir brauchen jemanden mit Haaren auf der Brust und auf den Zähnen, damit wir das Zeug auch runterbekommen. Cheers. Was ist das, Alter? Kriege ich da keine Gerüche? Na endlich! Wie wär's mit dem Whisky? Wie wär's mit deiner ganzen Ampulle da, ja? Knoblauch, Brot, Chips und Eistee. Gönn dir, Tommy, ja? Na, man darf was trinken, man soll sich nur nicht besaufen, ja? Läuft bei dir, ja? Wahrscheinlich band Twitch dich deswegen, aber wenn Girls nackt im Tanga in einem Planschbecken bleiben drauf oder wie? Naja, bedenk das mal so, Nico. Wer bringt Twitch mehr Kohle? Die nackten Weiber oder derjenige, der was sich vor der Kamera besäuft, ja? Das klingt reichlich hart, jetzt ein bisschen sexistisch, ja? But sadly, it's the truth, ja? Gerüchte, diese verdammten Räuber, ich hab's gerade von meiner Frau gehört. Sie haben wieder zugeschlagen, haben die Männer, die eine der Karawanen bewacht haben, abgeschlachtet, einschließlich zweier Buben von hier aus Perigost. Eine traurige Sache. Traurig ist dein Pisswasser, das schmeckt nämlich nicht, ja? So, jetzt. Ja, aber das Image kann sich Twitch nicht leisten. Da ist was Wahres dran, ne? Gut, ist es? Es ist... Ach nein, das geht's nicht auch. Okay, wir machen hier noch eine Rast, ja. Was soll's, ja. Ich will zumindest den Ankick-Plattenpanzer haben, ja. Salt and Vinegar, liebe, ja. Genau das werden wir. Ah, da ist er ja. Wandern eure Gedanken zurück zu vergangenen Ereignissen und Schlachten, aus denen ihr als verdienter Sieger hervorgegangen seid. Ihr allein habt die berühmt-berüchtigten Räuber, von denen die gesamte Küste heimgesucht wurde, in die Knie gezwungen. Stolz schreitet ihr durch ihr Lager, ohne die kläglichen Angriffsversuche überhaupt wahrzunehmen. Mit eurem Schwert fegt ihr ihre Zelte und Leichen einfach aus dem Weg. Als sich plötzlich die Erde unter euch auftut, um euch zu verschlingen, werdet ihr aus euren Erinnerungen gerissen. Herabfallende Gesteinsbrocken geben euch keine Möglichkeit zu entkommen. Und kurz darauf wird alles schwarz. Euch wird klar, dass ihr direkt ins Erdinnere eingedrungen seid. Das Gestein um euch herum erhellt sich und langsam nimmt eine Höhlegestalt an. Jedoch reicht eure Sicht nur ein paar Schritte weit. Ihr taumelt vorwärts und seht euch Auge in Auge mit euch selbst. Vor euch steht eine Statue aus Stein, die euch bis aufs kleinste Detail gleicht. Aus der Dunkelheit ertönt eine Stimme, die euch, wenn auch im amüsierten Ton, Anschuldigungen an den Kopf wirft. Dein Stolz, großer Plünderer, ist unverdient, wodurch dein ganzes Dasein nur geliehen ist. Ehre, wem Ehre gebührt, und Ehre muss gezollt werden, wo es verlangt wird. Aus der Dunkelheit zieht dein Dolch aus Knochen und trifft auf die Statue. Sie wird nur leicht beschädigt. Doch ihr verspürt einen Schmerz, als würde dir in der Mitte entzwei gerissen. Du wurdest so gemacht, wie du bist, warnt euch die Stimme. Und genauso kannst du auch vernichtet werden. Ihr fallt zurück ins Nichts und wälzt euch auf eurer Lagerstätte bis zum nächsten Morgen unruhig hin und her. Was für eine Lagerstätte? Ich habe gerade königlich genächtigt, ja? Ja, aber sehr mysteriös, ja? Ein Dolch, der quasi uns selbst rammt und wir einen Schmerz verspüren und eine Stimme uns sagt, ja, wir sind als solches gemacht und genau als solches kann man uns auch vernichten oder töten. Einerlei, im Moment wissen wir noch nicht, was das Ganze zu bedeuten hat, aber Slock hat eine neue Fähigkeit erlernt und das ist wirklich sehr interessant, ja. Das habe ich nämlich vorher noch nie gehabt, aber das ist etwas, was ich in diesem Playthrough momentan ganz liebe. Wir können jetzt ebenfalls Schrecken zaubern, ja? Damn, das ist nicht schlecht, ja? Weil diese besonderen Fähigkeiten, was man da bekommt, ja, sind abhängig, ob man eben ein guter Held oder ein böser Held ist, ja? Also böser Held jetzt in Form von, wie der Ruf quasi ist, ja?
Normalerweise würde man nämlich bekommen, wenn man gute Taten vollbringt, kann man leichte Wunden heilen, sprechen. Was nicht schlecht ist, ja. Und ich sag jetzt mal, zweiten Grad jetzt unseres Traumes, würde man Gift verlangsamen bekommen. Vielleicht bekommen wir das noch, ja. Aber es ist toll, dass sich das so ändert. Auch ist Küss mich da oder... Oh, Küss mich ist da, sehr gut. Küss mich, ja. Gib mir meinen Ankeckplattenpanzer, ja. Ich bin noch nicht fertig. Es kann noch 1 bis 2 Tage dauern. Was? Wir hatten eine Abmachung. 6000, give me money, ja? Hallo? Aha, da hat sich wer Level abgegönnt. Ja, das ist richtig, Xero, ja? Es ist schön, dass das dem ersten überhaupt auffällt. Das war etwas, was ich eigentlich letzte Woche schon in einem Pre-Stream machen wollte. Ich habe mir, voll die Schleichwerbung, da so ein Energy-Ding mal gegönnt, ganz einfach, weil... Und ich muss das hier quasi eingestehen oder zugeben. Ich bin so ein bisschen süchtig nach so einem Scheiß, ja. Ich soll's eigentlich nicht trinken, hat sogar mein Arzt gesagt, ja. But fuck it. I'm drinking anyway, ja. Ah, tja. Na, warte mal bis zum Morgen, ja. Na, Roland, bist du bald Ringer. So muss mal weitermachen. Macht's gut, ihr Lieben. Alles klar, Venom, ja. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Kommentieren und noch einen schönen Abend wünsche ich, ja. So, und ich bin immer noch im Berggessen und hab das Gefühl, ich bringe nichts weiter, ja. Wie gesagt, ich habe mir dieses Starterpaket da mal gegönnt, ja. Und ja, wir gehen schnurstracks ein bisschen, das mag jetzt blöde klingen, leveln, auch wenn es nicht wirklich leveln ist, ja. Aber in dem Gebiet kann man unglaublich gut leveln. Warum, werdet ihr gleich sehen, ja. Und ja, das Zeug schmeckt irgendwie geil, ja. Freund. Na, da komm mal her, Freund. Warte, ich nicht kämpfen. Korax heißen, ich Freund. Tut mir leid, Freund, aber du bist ein Ghoul und wir sind Abenteurer, also müssen wir dich umbringen. Wir halten uns nur an die Spielregeln. Du bist zwar kein Freund, aber da du ein sprechender Ghoul bist und wir sprechende Ghule nur selten zu Gesicht kriegen, lassen wir dich leben und jetzt mach, dass du wegkommst. Du kannst unser Freund sein, aber hüte dich davor, unseren Zorn zu erregen. Ja, ich will auch immer artig sein, versprochen. Ich werde euch immer helfen tun. Oh, wie ein kleines Hündchen, ja. Und ja, hier haben wir wirklich einen Ghoul, der sich uns anschließt. Und das hat auch einen Grund, ja. Warum sich der uns anschließt, ja. Nicht, weil einfach aus Nächstenliebe agiert, sondern weil das ein genialer Schachzug der Spieleentwickler ist, ja. Weil, nur dass ihr halt eben wisst, in dem Gebiet, wo wir halt hier sind, ja, oder generell, das Spiel ist ja Open World, unter Anführungszeichen. Man kann ja zu jeder Zeit, ja, ich wollte ein alternatives zu Energy einfach haben und so eine Dose wird bei mir lange halten, da ich es ja nicht täglich trinke. Ich habe mir Lemon Ice besorgt, schmeckt ganz geil. Ja, es ist bei mir auch, die meisten Energy Drinks sind mir auch zu teuer, ja. Und möchte ich eigentlich gar nicht mehr kaufen, deswegen bin ich quasi auf diese Alternative umgestiegen. Und man muss nur verflucht aufpassen, weil da ist scheiß viel Koffein drin, ja. Da ist echt viel Koffein drin und das Zeug hat mich ewig, ewig lange wach gehalten. Und das mitten in der Woche, wo ich um 4 Uhr aufstehen musste. Ich bin, glaube ich, von Mittwoch auf Donnerstag, habe ich 1,5 Stunden geschlafen, weil mich dieses Zeug einfach wach gehalten hat, ja. Nicht jeden Tag, Coven trinkt es aber jeden Tag. Ja, okay, you got me there, ja. Ich trinke es fast wirklich jeden Tag. Und ich sollte es aber nicht jeden Tag trinken, ja. Ich sollte mal wieder einen Energy Drink holen, aber meine Liebsten gibt es nicht mehr im Rewe. Coven hat mich inspiriert. Naja, ein anderes Mal. Also ich kann sagen, das Zeug ist lecker, schmeckt gut, vor allen Dingen, weil es mehrere Aufladungen hat. Also auch mehrere Aufladungen, ist quasi wie so ein Zauberstab jetzt von Baldur's Gate, ja. Nein. Man kann sich je nachdem, also hier steht, man soll sich quasi 8 Gramm, da ist so ein Messbecher drin, da reingeben. Ich nehme mal ein bisschen weniger und ist halt ganz toll, wenn man das einfach nur mit Wasser mixt. Das heißt, man trinkt hauptsächlich eigentlich Wasser mit Geschmack, ja, und halt Energy drin, ja. Und ich möchte eigentlich schauen, dass ich das zumindest, wenn dann, nur am Wochenende trinke, ja.
Im Moment gelingt es mir nicht so. Aber ich kann es empfehlen. Schmeckt ganz gut, aber seid vorsichtig mit dem Zeug. Ja. Macht nicht den Fehler, das zu viel zu trinken, weil dann könnt ihr 3 Wochen quasi durchwichsen. Ja. Aber okay, warum ist Korax der Ghoul freundlich hier? Wie gesagt, das Spiel ist ja quasi Open World. Das heißt, man kann ja sehr, 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 sehr früh in dieses Gebiet hin. Doch Obacht, Obacht, meine Zwerge hier, ja. Aufladungen also, ja. So. Ich zeige euch mal was in dem Gebiet, wie man es nicht machen soll, ja. Beziehungsweise, das könnte eigentlich Imon. Ah. Es ist eigentlich geschickt, dass ich das jetzt schon. Ah, oh ja, schon, ja. So. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Nicht nur zu viel, ich habe nur eine Ladung davon gedruckt und konnte ebenfalls nicht schlafen. Ja, das Zeug ist richtig, richtig heavy, ja. So. Imon, komm schon, ja. Wobei, ist egal, wir benutzen den Unsichtbarkeitsdrang. Hier gibt es nämlich eine ganz besondere Art von Gegner, ja. Eine ganz besonders besondere, ganz besondere Art von Gegner, ja. So, ihr seid mir mal reichlich egal, wo seid ihr, ja. Es gibt hier 2 Gegnerarten. Die, was absolut tödlich sind für eine Gruppe, die nicht weiß, wie man sie bekämpfen kann. Und zwar die hier unten. Ich schalte mir schnell die KI aus, ja. Ja. Dieser Sprite hier macht jeden, der was das zum ersten Mal sieht, die Hölle heiß. Und zwar Basilisken. Jeder kennt das aus der Mythologie. Was kann ein Basilisk? Leute versteinern. Und Versteinerung ist hier in diesem Spiel Instant Death, ja. Und jetzt kommt die ganz besondere Eigenschaft von Korax dem Ghoul. Da Korax untot ist, kann er nicht versteinert werden, ja. Somit kann man ihn quasi auf diese Biester hetzen, ja, die versuchen, den Versteinerungsblick quasi auf ihn zu richten, ja. Und man kann dann halt so die Experience abfangen. Oder, wenn halt eben das nicht der Fall ist, braucht man einen Magier, der Schutz vor Versteinerung kann. Das muss man dann halt quasi auf seine Gruppe quasi wie einen Buff wirken, ja. Einfach so in der Hoffnung, ja, dass der Zauber länger hält. Dun, dun. You got me, Tommy. Verständlich, wenn Corwin dann nach 3 Wochen Ausdauer hatte, Fino, ja. Das Zeug knallt dich richtig, ja. Oh Gott, jetzt kommen quasi die schlechten sexistischen Anspielungen hier, ja. So. Und warum ich gesagt habe, Scheiße. Okay, wir können wieder. Wir können schon wieder laden, ja, weil ich bin in eine andere Gruppe von Basilisken gerannt, ja. Das ist natürlich eher weniger gut, ja, weil. Ach komm, wollt ihr sehen, was passiert, wenn man versteinert ist, Leute? Ja? Level up. Bist du nicht wach? Bist du zu müde, ja? Immer diese Kritik. Ja, lass sehen. Okay. So. Minsk ist versteinert und wie ihr sehen könnt, ja, ist automatisch meine Gruppe reduziert. Er ist aus meiner Gruppe entfernt. Er ist quasi wie Instant Death, ja. Es ist möglich, ja, das rückgängig zu machen, eben mit einer Zauberformel namentlich Stein zu Fleisch, ja. Die haben wir aber nicht, ja. Folglich bleibt uns nur eine andere Möglichkeit. Wir müssen bei Nira die ganzen Zauber weggeben und das da rein stöpseln. Aha. Anders haben wir hier keine Chance, außer jetzt mit Korax dem Ghoul quasi. Ja, das ist jetzt natürlich das Problem, wenn man hier rastet, dann wird er nämlich böse, aber es ist komplett scheißegal. Es ist besser, wenn man wirklich hergeht und das mit dem Schutz der Versteinerung quasi macht, ja. Scheiß auf Korax den Ghoul, wer braucht denn den Trottel, ja. Wo? Brauchen Goldnadeln. Nö, die gibt's hier nicht in diesem Spiel. Keine Goldnadeln. Wir sind ja nicht in Final Fantasy XIV. Der Tod in Dungeons and Dragons ist endgültig, ja. Gibt nichts Mieseres in FF10, als versteinert zu werden und dann zertrümmert zu werden. Ja. Oh. Was ist jetzt wieder passiert? Nira, was tust du? Ihr habt geläutet.
probably the worst fucking example für eine unbändige Woge ist jetzt bei Schutz der Versteinerung, ja? Nira, was machst du nur? Sehr gut, es hat wenigstens hier funktioniert, ja. Ah, diese Frau, ja. Go, Nira, go, ja. Go, Kali, go. Go, Kali, go. Oh, ihr seid so aktiv in dem... Ihr seid so aktiv in dem Chat, ich komme gar nicht hinten nach, ja. Nira, was machst du nur? Ja, mich fertig machen offensichtlich, ja. Und jetzt kann ich euch das mal präsentieren. Wenn ihr nämlich wirklich Schutz vor Versteinerung habt, ja, dann funktioniert das nicht. Da kann der Basilisk machen, was er möchte, um uns zu versteinern. Keine Chance, ja. Aber was viel wichtiger ist, ein normaler Basilisk gibt, sage und schreibe, 1400 Erfahrung, ja. Und jetzt zeige ich euch mal, was ein höherer Basilisk gibt, ja. Weil die Viecher sind eigentlich im Nahkampf überhaupt keine Gefahr. Sondern sind halt nur in der Lage, quasi eure ganze Gruppe zu dezimieren mit versteinerten, ja, Statuen, ja. 7000 Erfahrung, das ist quasi 1k für jeden in der Gruppe. Oder, ja, 1200 für jeden in der Gruppe, ja. Deswegen gehe ich da ganz gerne manchmal in dieses Gebiet hin. Einfach nur, weil es hier so schön viel Erfahrung gibt, ja. Warum wird er böse, wenn man rastet, ja? Wer wird böse, wenn man rastet, ja? Weil das quasi so gemacht ist. Der ist für 8 Stunden dir freundlich gesinnt und danach hört er halt auf, freundlich zu sein, ja? Weil immerhin ist er trotzdem ein Ghoul. Er ist halt böse. Aber es ist quasi von den Entwicklern so gemacht, dass wenn man halt eben nicht zu dem Zeitpunkt Schutz der Versteinerung hat, kann man sich quasi mit ihm durchbegeben und quasi die Aggro auf ihn ziehen, ja? Und ja, so halt Erfahrung abstauben. Kann man, muss man nicht, ja. Man kann auch alle sterben lassen hier, aber das ist halt nicht sehr förderlich, ja. Oh, du bist Zombie. Brauchst du Erzengel oder doch Regener? Alles blöd, Tommy, ja. Oder bei den Bestimmten zum Zombie zu werden und die heilt dich permanent, ja. Ja, auch das funktioniert in neuen Dungeons & Dragons, glaube ich, auch nicht mehr, ja. Du kannst Untote, glaube ich, nicht mit Heiligschaden irgendwie Schaden zu fügen. Aber I might be misinformed about that, ja. Gut, was aber viel besser ist, wir haben Level-Ups, ja. Ganz viele Level-Ups, ja. Einmal hier und einmal da. So, Imon, du... Ja, du machst auf jeden Fall Schlösser öffnen, Fallen finden. Ja, du machst dann mal das da. Dann machst du ein bisschen hiervon. Und was noch viel wichtiger ist als im Schatten verstecken, ist leise bewegen. Von daher machen wir das so. Das heißt, du hast leise bewegen 65. Taschendiebstahl war im Originalspiel gut, kann man hier anderwertig pushen. Und im Schatten verstecken 70, ja. Und oh, du bekommst jetzt sogar schon Zauber des dritten Grades. Perfekt. Das ist genau das, was ich möchte, damit ich mich vorbereiten kann für den Mantelwald. Das heißt, wir werden dieses Gebiet hier noch machen. Dann mache ich einen kurzen Break. Werde nach Beregos zurückhatschen. Also für alle, die was nicht wissen, was hatschen ist. Hatschen heißt quasi zurückgehen, ja. So ein widerischer Ausdruck, ja. Und ja, dann quasi schon in den Mantelwald mich begeben, ja. Uff, das ist mal ein Level-Up-Gebiet. Ja. Eins von dem, ne? I see what you did there, ja. Ja, weil wir steuern ja hier auch schon eigentlich fast auf 2 Stunden jetzt, glaube ich, wieder zu. Ich glaube, so circa gegen 19 Uhr oder was habe ich angefangen, ja. Eigentlich schade, Hole ist ja auf gut gegen Untote. Ja, Dungeons & Dragons möchte es aber nicht so einfach machen, dass du einfach sagst, hey, Untote, ja, ist ja kein Problem, da schmeißen wir halt so Sachen drauf. Aber wie gesagt, so Sachen wie Engel gibt es in dem Spiel nicht. Weil alles, was du machst in Dungeons & Dragons, hat einfach Absolution, ne? Du stirbst, du bist tot. Außer du hast halt natürlich wirklich das Level, weil wie du siehst, Level 5 zu erreichen in dem Spiel, dauert schon ein bisschen. Das ist jetzt nicht so wie in Final Fantasy, wo du einfach sagst, hey, ich schlage einfach mal ein paar Kreaturen tot und bin dann mal eben schnell auf Level 5, ne?
ein Level-Up fühlt sich hier halt wie ein Level-Up an, ja. Und wie gesagt, ich kann da auch jetzt da missinformiert sein. Ich kann gerne dann, während ich meinen Break mache, schnell mal schauen. Aber ich glaube, zu wissen, dass das nicht geht, ja. Zu wissen, Vision, ja. Und was wir auf jeden Fall wollen, ist einmal Feuerball. Und wollen wir noch ein zweites Mal Feuerball? Well, no. Wir nehmen nochmal Personen festhalten. Das ist ein bisschen Crowd Control, ja. Naja, der Andi bei uns kann doch auch Holy Damage machen auf Untote. Ah ja, richtig, so. Danke, jetzt hast du mir den Zündfaden gegeben, ja. Heiligschaden macht schon mehr Schaden gegen Untote. Aber das ist halt quasi ein Schadenselement im Prinzip, ja. In Final Fantasy ist es das auch, ja. Aber du kannst nicht Heilmagie, glaube ich, ja, gegen Untote in dem Spiel einsetzen, ja. Das funktioniert nicht, ja. See you. Servus. Herzlich willkommen, ja. Knolls. Weg mit euch. Das wird kein schneller Tod. Ey, nicht mein Slog verprügeln. Was soll dir? Was soll diese... Geht mal weg hier. Mädels. Jungs, beschützt eure Frauen, ja? Sehr gut. So möchte ich das. Das Einzige, was man hier nur aufpassen muss, ist zu schauen, dass der Buff Schutz vor Versteinerung auch noch anhält. Ja? Weil es kann halt sein, dass der mitten im Kampf gegen die Basilisken aufhört und ja, dann habt ihr ein bisschen ein Problem. Dann macht es auf einmal mitten im Kampf Puff und ihr denkt euch so, hey, das war jetzt nicht schön, ja? Oh Gott, Durlaks Turm freigeschalten. Gute Güte. Das ist DLC. Kann ich da unten eigentlich auch was machen? Schnell was gucken, ja? Dieser Turm. Ja, der Turm ist ein eigenes Kapitel, ja? Ich mag ihn. Gibt's halt die besten Sachen im Spiel. Fast die besten Sachen im Spiel, ja? Aber er braucht halt Ewigkeit und 3 Tage, ja. Aber ich würde, das ist etwas, das könnte ich euch jetzt vielleicht schon fragen, ob ihr wollt, ob ich zumindest Teile des Add-ons zeigen soll oder ihr sagt, nee, zeigt nur das Grundspiel, ja. Der Turm ist halt wirklich, also er erzählt eine interessante Geschichte, aber er ist halt wirklich auch bockenlang. Er ist ein Dungeon Crawl seinesgleichen, ja. See you. Kommt schon, Truff da. Ja, Splish, Splish. Was macht ihr überhaupt hier, Knolle, ja? Hier sind Gegner außerhalb eures Kalibers, ja? Oh, haben wir da irgendwie? Ja, wir haben da noch, ja. Da gibt es nämlich nicht nur die, vielleicht in einem Extra-Stream, weil, wie du schon gesagt hast, der dauert halt. Ja, er ist halt wirklich, wirklich lange, ja. Ich richte mich nach dem anderen. Ich denke, ich bin mit dem Side-Content des Mensch-Spielen schon ganz happy. Ja, also, ich sag mal so, Tommy, Side-Content-technisch sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs, ja. Wir haben jetzt hier nicht so viel... Ach, ich wollte eigentlich nicht mit euch quatschen, ja. Hey, Lindin, schau mal, wir haben ein paar Reisende getroffen. Hey da, ich heiße Kirian, meine Kumpel und ich sind eine abenteuerlustige Bande. Ihr seht genauso aus, allerdings ein bisschen mitgenommen. Ihr lernt das Geschäft wohl erst noch kennen, was? Wovon redet ihr, kleines Mädchen? Wir haben viel mehr Erfahrung als dieses Gesindel, dass ihr eine abenteuerlustige Bande nennt. Wirklich, kommt schon, seid vernünftig. Seht euch an, ihr habt ungefähr so viel Stil wie eine Meute Kreischlinge. Eure Körperhaltung, erbärmlich. Ihr seid doch nur ein Haufen Bauern, die Rüstung und Waffen tragen und meinen, sie seien große Abenteurer. Es ist ein Trauerspiel. Trauerspiel ist, dass ich keinen magischen Zweihänder habe, mit dem ich dir deinen Kopf einfach abschlagen kann, ne? Trauerspiel? Ich gebe euch ein Trauerspiel. Ihr arrogantes kleines Ding. Ihr habt es von Anfang an so gewollt. Zieht euer Schwert, Luder. Well, das ist meine Antwort, ja?
Klingt nach einer Herausforderung. Hey, Baron, Peter, Lindin, diese kleinen Würstchen da meinen wohl, sie könnten es mit uns aufnehmen. Junge, Junge, da habt ihr euch was aufgehalst, ja? Wir sind keine Provinzstadt-Abenteurer, wir sind waschechte Burschen aus Tiefwasser. Vielleicht wollt ihr es euch ja nochmal überlegen. Tut mir leid, dass die Kampfmusik gerade rennt, weil wir so einen Scheiß-Gnoll getriggert haben, ja? Eine Lektion, wir werden sie euch erteilen. Na, dann kommt's her, ja? Wir gehen erstmal ein bisschen auf Abstand, ja. Nicht, weil ich die Typen nicht schaffe, aber weil... Na, komm her. Kann ich euch vielleicht voneinander treffen? Ja, komm, du schaffst es jetzt natürlich, jeden zu treffen, den was du da... Nein. Du castest hier gar nichts, ja. Carsten ist böse und Carsten ist verboten. In meiner Anwesenheit, ja. Da. Oh, ey, haben wir dich beim Zaubern unterbrochen? Genauso wie es sein soll, ja. Komm her, Luda. Ich hatte gerade ein Level up, ja. Badum-tisch. Ich sehe schon, der schlechte Humor hat nie aufgehört, ja. Ja, du wolltest wahrscheinlich Personen festhalten, zaubern, dann mache ich das gleiche auch. Und Mira, du kommst da mal in die Richtung. Oh, da ist schon der erste mal umgefallen, ne? Ja, okay, brauche ich den Stab gar nicht mehr. Drauf da mit Gebrüll! ...20 Schaden durchgingen von... Wo kommen die ganzen Gegner her? Was geht hier ab? Wir heilen erst einmal Minsk, ja? Die hat doch den Blitz gerade gezaubert, oder? Sprich den Zauber Blitzstrahl aufs Lock. Tja, schön blöd, wenn der... Der Blitz ist quasi von dem, ich sag mal, Stalagmit abgeprallt, ja, und hat quasi ihre eigene Gruppe getroffen. Das ist nämlich auch das, was ich vorhatte. Die hatte dieselben Gedanken wie ich, ja. Ja, Schalkales, pass auf, Schalkales macht mal eine Heilung hier, ja. Und, ja, komm, Mira. Ja. Sehr gut. Und dann gehst du vielleicht wieder aus dem Weg. Nicht, dass der... Scheiße. Nein, ihr zwei dürft nicht so wie blöde Hühnchen herumlaufen. Sonst triggert sie mir irgendwo noch... Toll. Wenn die jetzt da die ganze Map aufdecken, weil sie unter Angst sind, ja, könnte es schwierig werden. Wo kriechen die denn her, alle? Ja, das frage ich mich selber, Tommy, ja. Komm, können wir die bitte töten? Die sollte keine Herausforderung sein. Ja, komm. Die wirst du ja wohl drehen. Danke. Nein, ihr hatscht überall herum. Ja, super. Wer ist denn das? Ja? Wer ist unser Hauptgut? Nein. Ach, scheiß Schrecken. Ich hasse das manchmal. Ja? Ich kann jetzt nichts tun. Kommt, fangt euch wieder, Jungs. Ja, wir haben ein Problem. Ich versucht, Schritt zu halten. Ja, jetzt hat's Minsk versteinert, ja. Wegen diesem Scheißzauber. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Jo, dann muss ich zum Tempel und mir halt eine Formel kaufen.
Selber schuld, Minsk, hättest du den Rettungswurf geschafft. Deine Schuld. Ja, mit Leichtigkeit. Ich bin bereit. Ah. Wo bist denn du, Minsk? Ich habe Mini-Baumrinde mit Moos aus dem Wald mitgebracht. Bisher erfreut er sich am Geruch. Also quasi so, als würde er an... Nein, nix da, stirb, abschaum, ja. Ich werde da gleich was mit stirb, abschaum, ja. Immerhin hat das Luder das bekommen, was es verdient. Definitiv, ja. Nur leider hat es halt Minsk dahin gerafft, ja. Splish. Ah, das werden wir schon wieder, hinbiegen können. Ich muss halt nur leider einen Zwischenstopp machen. Wir müssen mal schnell zum Tempel, weil dort gibt es nämlich eine Schriftrolle, ja. Xeron-Finger bringen sexuelle Spannungen in den Chat. Oh, meine Güte, ja, sollen sie. Nein, ich habe jetzt absolut kein Interesse auf irgendwelche Worgs. Fuck off. Getting mad, ja. Okay, gut. Dann wären wir halt noch zum Wolf schlechter gegen Ende. Ist auch kein Problem. Kann ich damit umgehen? Ach was, wir doch nicht. Nö, überhaupt nicht, ja. Wehe, Dorn, du stirbst mir jetzt an Wölfen, du Pussy. Das ist aber schön, dass du von edler Abstammung bist, ja. Was können wir denn dafür, wenn das Zeug so knallt, ja? Was für ein Zeug denn, ja? Ach so, das Level Up, ja. Ja gut, das Zeug knallt wirklich, ja. Voll nicht die Schleichwirkung in meinem Stream, ja. Okay, ist nur ein kleiner Verlust, wir werden das gleich wieder hinbiegen mit unserem Minsk. Wir können ja Minsk und Bo nicht versteinert lassen, Leute. Ich meine, was wären wir für Unmenschen, ja? Der arme Minsk, ja? Sorry, wenn man Single ist, kann das schon mal vorkommen, ja? Ach, alles gut, Xero, du kannst ruhig mit meiner Freundin flirten, ja? Fast mich nicht da. Ich bin super wichtig. Gib das her da, so. Hast du gehört, Xero, ja? Hey, ich sag's immer wieder. Ich glaube, meine Freundin sagt's auch, ja? Flirten ist erlaubt, ja? Gegen Flirten kann man nichts machen. Da gibt's so einen tollen Spruch, ja? Kennt ihr bestimmt, ja? Eine Frau flirtet mit einem Mann, die verheiratet ist. Und dann sagt derjenige drauf, aber Frau so und so, ja? Sie sind ja verheiratet. Und dann kommt als Antwort, ja und? Das ist halt ein Grund, aber kein Hindernis, ja? Ich meine, was ist das diesmal? Ist was Wahres dran, oder? Uff, ja. Xero, alles gut. Ich bin nur eifersüchtig, weil kein Kerl mit mir flirtet, ja? Ach, Unid. Unis. Der ist nicht mal da und ich trigger ihn. wir holen uns Reise war ohne euch ziemlich langweilig. So, und das Schöne ist auch wieder, dass wenn einer versteinert ist, dann hat er genau einen einzigen Trefferpunkt, ja. Uni soll mit mir flirten? Ja, frage nochmal, Tobi, ja. Was ist jetzt? Alter! Ey, jetzt kriege ich aber gleich wirklich zu viel hier. Nein! Verschissenen Gegner, jetzt verpisst euch einmal, ja? Boah. Meine Fresse, da kriege ich jetzt gleich wirklich einen Rast. Nein, 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 nein. Nö. Wenn der Coven sich ausruhen will, dann will er sich ausruhen, ja? Da, keinen Bock jetzt da, mich gegen 100.000 random Encounter durchzugehen, ne? Wenn Uni hier wäre, wäre er jetzt weg, ja. Oder es hätte wieder Rage-Emojis geben, ja. Entweder das oder das, ja.
Okay, wir sind wieder vollzählig. Komm schon, Coven, das kann doch nicht angehen hier. Das ist... Ja, wisst ihr, wenn ich jetzt ein Let's Play machen würde, hätte ich den ganzen Scheiß einfach rausgeschnitten, ja? Aber nein, das geht hier nicht, ja? Komm, verdammt, das kannst du nicht machen. Das geht so nicht, ne? So, we are back in business, ja? We are back in town. Also, noch nicht ganz. Wir brauchen erst nochmal Schutz vor Versteinerung, ja? Weil ansonsten können wir uns nicht gegen diese Biester behaupten, ne? Sonst gibt's da keine Chance, ja? Wir brauchen eigentlich im Prinzip nur die Nahkämpfer, die wir davor schützen, ja? Aber wie oft hast du? Du kannst das 8-mal? Ah, komm. Einmal die Vikonia noch, ja? Das werde ich mit dem Schneiden bei FF12 auch noch denken. Ja, gerade bei solchen Spielen, Tommy... Gerade bei solchen Spielen, Tommy, verstehe ich das, ja. So, da. Ach, ich bin auch ein Dummerle, ne? Ich hätte vielleicht noch gleich noch eine Schriftrolle hier nehmen sollen, ne? Naja, ist nicht so schlimm. So, und jetzt kommt Rache. Jetzt sieht man auch gleich, ja, dass hier überall so Steinstatuen quasi rumstehen. Das sollte quasi so der erste Hinweis sein, dass hier irgendwas nicht ganz stimmen kann, ja. Ich sag nur Leviathan-Alarm. Leute, hört auf, ich lache schon Tränen. Es ist doch nur gut, ja. Das ist doch nur gut. Was ist es diesmal? So, du machst auch nochmal die Immun zur Sicherheit, ja. Weil die geht jetzt einmal scouten, ja. Du gehst scouten. Hier gibt es noch eine Stelle. Ich bin der Meinung, es sind 2 oder 3 höhere Basilisken, die es auf dieser Ebene gibt, ja. Man muss sie nur finden, ja. Die guten Kerlchen, ja. Nein, du trittst nicht aus dem Schatten heraus. Du bleibst im Schatten. Mach das. Ach Gott, na. Mädel. Danke. Xeropet, ja. KI erst einmal aus, ja. Da haben wir noch einen niederen Basilisken. Irgendwo gibt es quasi hier den Anführer dieser... Anführer. Klingt jetzt ein bisschen verkehrt, ja. Dieser Meute, der was hier die ganzen Leute in Stein verwandelt hat, ja. Aber wisst ihr was? Wir hauen jetzt erst einmal den niederen Basilisk da um, ja. Deswegen habe ich der Immunquase auch den Schutz gegeben. Dass sie da gerade beim Scouten... durchaus auch einfach mal mit dem Bogen da drauf schießt, ja. Ihr habt geläutet? Ja, habe ich. Bing, bing. So, 1400, perfekt. Und scouten. Wo ist der Rest, ja? Wir wollen ein bisschen Erfahrung haben, weil ihr seht, das bringt schon ganz gut was ein, ja. Vikonia könnte noch kommen. Aber der Rest, ja, das kann dauern noch, ja. Ah, ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Ja, genau, hier ist das, ja. Hier steht nämlich ein... Ich weiß nicht, ob es ein Gnom oder Halbling sein soll, ja. Der ist so stolz darauf, dass er hier alle in Stein verwandelt hat, ja. Dass er sogar ein Gespräch startet, ja. Müssen wir aber nicht triggern. Weil das, was wir wollen, ist ihm eigentlich von hinten erdolchen und erlünchen, wenn wir es schaffen sollten. Yeah, yeah. Dreifacher Schaden durch hinterhältiger Angriff, ja. Er startet die Konversation sowieso, ja. Seid gegrüßt, ich heiße Mutamin. Hoffentlich gefallen euch die Kunstwerke, die meinen hübschen Eidechsen angefertigt haben. Sie formen alles mit ihren Augen. Sie arbeiten an ihren Werken, wenn unangenehme Reisende vorbeikommen. Ja. Ich mag keine unangenehmen Reisen, die sollten auf der Straße bleiben. Bin das nur ich oder ist die Welt voller Verrückter? Also gut, ihr psychopathischer Eingnom ist es. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, aber wir sind an euren Kunstwerken wirklich nicht interessiert. Ihr mordender Psychopath, eure Eidechsen haben Leute umgebracht und wir werden nicht zulassen, dass sie weiter töten.
Das nehmen wir. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr werdet Teil dieses wundervollen Gartens, den ihr vor euch seht. Ein Kunstwerk für immer und ewig. Kranker Mörder. Ja, das ist weniger gut, ja. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Schauen wir mal. Der Rest geht mal bitte da auf den... wir können das auch so machen. Ja, okay, das ist zumindest noch mal ein bisschen gerettet, ja. Es ist in der Mythologie nicht auch so, dass Basilisken und Gorgonen der Fluch sich aufhebt, wenn man sie downstrikt. Ich verkneife mir jetzt meinen Kommentar, ja. Kommt drauf an, was für einen Kommentar, ja. Aber ich glaube, du hast recht, Tommy, ja. Passt, ja. Ja, Slocks Waffe ist schon wieder kaputt, aber das macht nichts. Wir haben noch ein paar Zweihänder, ja. Hilf mir that und that. Und dann Drufta, ja. Aber im Mond, du brauchst nicht mit einem Langschwert. Du kannst ruhig mit Pfeil und Bogen schießen. Da bist du besser drin. Ich glaube, ich spiele heute reichlich unkonzentriert auch, ja. Kreischlinge, wie gefährlich, ja. Smash und Splish. Bin heute nicht so ganz auf der Höhe, wenn bald es geht. Ich bin mehr so, ja, der haut drauf, Junge, ja. Ganz einfach, weil ich jetzt da so erpicht auf diese Erfahrung bin, die es hier gibt. Naja, liegt wohl an der Frühschicht und den ganzen Trubel, den wir die Woche hatten. Well, ja, das kann ein gutes Argument sein, ja, dass es damit zusammenhängt, ja. Wow, ich bin von einem Basilisk mal getroffen worden und das nicht schlecht, ja. 10 Schaden? Ich wusste gar nicht, dass die einen sogar so treffen können, ja. Und schon wieder was Neues gelernt hier, ja. Die D&D-Runde liegt auch noch im Magen, oder? Also mir nicht, ja. Muss ich zugeben, ja. Vielleicht meiner Frau, ja. Was ist jetzt schon wieder... Oh, das ganze Inventar ist voll. Wer hat denn den Scheiß? Wieso hab ich den Edelsteinbeutel? Hatte der nicht die ganze Zeit über Minsk? Now I'm confused. Er ist doch der Gruppenanführer. Meistens gebe ich doch den Gruppenanführer den Edelsteinbeutel. Well, I don't know. I can't figure it out, yeah. Was soll's? So, aber jetzt kann ich das mitnehmen und das da rein, ja. Ja, naja, die ganzen Versteinerleuten sehr, könnte man theoretisch alle wieder entsteinern. Ja und nein. Solange dieser Versteinerungsprozess eine bestimmte Zeit dauert, und ich rede es halt jetzt in Form von Pen and Paper, ist es irgendwann, glaube ich, nicht mehr möglich. Ja? By the way, hier gibt es übrigens einen weiblichen Kämpfer, aber die mag keine Männer. Und sie ist chaotisch böse. Also, aber sie ist eine sehr gute Kämpferin, die man sogar dual-classen kann zu einer Diebin. Und ja, mit ihr muss man quasi eine Art, ja, wie soll man sagen, Faustduell machen, ja. Und man darf sich da wirklich nicht einmischen. Man muss 1v1 gegen die machen, ja. Wenn man sie besiegt, dann ist sie davon so beeindruckt, dass sie sich quasi anschließt, ja. Ja, genau, deswegen habe ich nämlich noch die... eine zweite Schriftrolle kaufen sollen, ja. Ich trottel. Statue. So. Aber jetzt ist es zu spät. Was ist es diesmal? Now it's too late. Konfuzius sagt, ich bin konfus, ja. Konfuzius sagt ja auch, leise Schars stinken, laute Schars stinken nicht, ja. Und eine alte türkische Sprichwort besagt, ja, wer einschlaft mit Finger, die kratzt, ja. Macht auf mit Bubu. Na, wer einschläft mit Bobo, die kratzt, wacht auf mit Finger, die stiebt. Ja? Nicht umgekehrt.
Leute, sie mag keine Männer. Also reine Frauengruppe, ja. Nun, wenn man sie besiegt, dann akzeptiert sie es, ja. Aber sie möchte halt gegen Männer kämpfen, ja. Weil sie einfach der Meinung ist, dass Männer armselig sind, ja. Und dass Frauen eindeutig besser können. Aber sie ist halt wirklich abgrundtief böse. Also sie ist wirklich chaotisch böse. Einer der wenigeren, ich glaube, es ist einer von zwei, die was wirklich chaotisch böse sind hier in diesem Spiel, ja. Und ja, da ist der Basilisk. In Stellung Männer und Frauen, ja. Das ist der wahrscheinlich, der da davon gelaufen ist, ja. Ja, kann nur der gewesen sein, weil ansonsten, glaube ich, gibt es hier keine mehr, ja. Gut, wie spät haben wir es denn? Oh, wir gehen schon auf 21 Uhr. Das heißt, ich streame, glaube ich, schon wieder über 2 Stunden. Kann das sein? Jo, 2 Stunden. Okay. Dann bin ich eigentlich gleich so weit, ja, dass ich hier einen Break mache. Ihr habt geläutet. X-Warz. Meine Güte, wer zerfetzt denn da schon wieder? X-Wart, 17 Schaden, 13 Schaden, 26, what the hell? Jungs und Mädels, ist egal. Macht's drauf, ja. Lasst eure Aggression freien Lauf, ja. Es kümmert mich nicht, ja. Wie Imone sagt, mich kümmert's nicht, ja. Ist zwar jetzt noch ein kleines bisschen hin und her, aber das möchte ich ganz gerne angehen, ja. Bevor wir da weitermachen, ich werde das so machen, ich kaufe jetzt noch eine zweite Stein-zu-Fleisch-Formel, womit wir quasi unseren Minsk wieder retour machen, ja. Dann sage ich schon mal gute Nacht, danke für den Stream und euch noch viel Spaß. Du, Xero, ich mache nur einen kurzen Break. Außer du sagst, du hast genug, ja. Ich möchte zumindest noch ein klein bisschen was von Kapitel 4 machen und zeigen, ja? Ich meine, ich will dich hier jetzt nicht zum Dableiben überreden. Wenn du sagst, das ist genug für dich, ja? Dann ist das voll in Ordnung, ja? Ist mir super wichtig. Na, bist du da, ja? Xero hat genug von dem ganzen Unfug hier, ja? Ja, es scheint so, ja? Wir sind ihm zu dämlich, ja? Er hat ja gesagt, er hat Tränen in den Augen, ja? Es ist halt leider so, in dem Spiel ist es wirklich, ich kann halt nicht einfach immer nur einen Stream machen und sagen, okay, ich spiele jetzt nur 2 Stunden, weil ihr seht, selbst so eine einfache kleine Map hier aufdenken oder aufdecken, dauert sage und schreibe fast, ja, Minimum 1 Stunde, ja. Das heißt, um in dem Spiel wirklich voranzukommen. Ah, Schreckenswölfe, die geben noch ein bisschen Erfahrung, ja. Kommt schon, drauf da, Jungs und Mädels, ja. Kein schneller Tod. Ich habe Nachtschicht noch heute, muss noch mal um 2 Uhr. Okay, gut, dann kann ich's verstehen, ja. Sorry, nicht mehr aktiv, noch am Worken. Alles klar, Leute, ja. Macht euch da keinen Kopf, ja. Ihr müsst euch deswegen nicht entschuldigen bei mir, ja. Wir alle haben neben unserem Hobby vom Streamen halt auch noch etwas anderes zu tun, ja. Und leider ist Worken bei einem 24-Stunden-Rhythmus, würde ich sagen 24-Tage-Rhythmus, ja. Ja, neben 8 Stunden Schlafen und 8 Stunden Arbeiten, so ziemlich 2/3 des Tages. Und ja, das nimmt halt leider eine ganze Menge an Space ein, ja. Gut, aber diese Statue möchte ich noch gerne entzaubern. Aus folgendem Grund, ja. Hier ist eine Frau, die man ja noch retten kann, weil meine Frau gefragt hat, alle diese Steinstatuen kann man ja quasi wieder zurückverwandeln, wenn man es jetzt aus Pen and Paper, glaube ich, nimmt oder so. Aber einen gewissen Zeitpunkt, wenn eine Figur zu lange versteinert war, und ich glaube, das bezieht sich jetzt auch auf alte Regeln, ja, dann geht es nicht mehr. Dann ist der wirklich tot, ja. Jetzt rette ich die Lage. Aber das bezieht sich jetzt nicht auf das Spiel und quasi Gefährten, die versteinert werden. Da ist es nicht so, ja. Ja, komm, wir reden jetzt locker, ne? Was? Was ist passiert, ja? Ruht euch aus, ihr wart vermutlich eine lange Zeit versteinert. Wie? Ich erinnere mich noch an den Kampf mit ein paar Gnollen und einer
wurde von meinen Augen zu Stein. Ich habe mich umgedreht und dann war da diese komische Echse. Und dann ihr. Ich war versteinert? Wie lange denn? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was zählt, ist eure Freiheit. Hätte ich mal gemeint, ja? Ich danke euch. Ihr habt eine völlig Fremde gerettet und ihr wollt nichts dafür haben? Wenn das keine wahre Selbstlosigkeit ist, ich werde überall nur Gutes von euch erzählen. Nochmals vielen Dank. Gomenasai, ja. Wir bekommen ein klein wenig Erfahrung. Ja, und unser Ruf steigt quasi auf, wie so immer noch Durchschnitt auf 10, ja. Aber ich finde einfach so eine, man kann einfach nicht eine Frau mitten in der Wildnis einfach so lassen. Leute, da schlägt einfach das Abendblut, das Abenteuerherz, ja. Das geht nicht. Wir können die arme Frau doch nicht einfach da so versteinert liegen lassen, ja. Jo, Xero, vielen Dank fürs Dasein und ja, es klingt zwar rechtlich blöd, aber ich wünsche dir trotzdem eine angenehme Schicht, ja. Sollte mit Kind eigentlich keine Spätschicht haben. Haben die Teppen verplant, aber naja. Tja, Sion, das wird wahrscheinlich noch öfter passieren, ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Zock nebenbei etwas, ja. Wer kennt sie nicht? Die Feministen von Baldur's Gate. Ja, ganz was Neues, ja. Yeah. Sorry to hear, ja. So, wir müssen auf jeden Fall noch eine Rast machen und dann werde ich einen... Wie wär's mit einem Whisky? Beziehungsweise bevor ich den Break mache. Moment. Wir brauchen nicht 100.000 Mal Schutz vor Versteinerung jetzt, ja. Das ist reichlich unüberlegt, ja. Wir wollen magisches Geschoss. Das braucht einfach jeder gute Magier. Ah, wir nehmen ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Sprühende Farben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so viel bringen wird, ja. Personen bezaubern, Schlaf, Schild. Farbkugel würde jetzt bei ihr auch nicht so viel bringen, aber... Ich hätte das aus, Personen bezaubern. Ah, wir nehmen einmal Personen bezaubern, das ist vielleicht für... Crowd Control gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir noch einmal magisches Geschoss. Einmal die Blindheit. Ja. Ja, und noch einmal magisches Geschoss. Because why not, ja? Wir haben die Zauberslots, also lasst sie uns mit ein bisschen offensiv da herumkleistern, ja? So. Bei mir ist das Bier. Und ja, Leute, das ist immer ein kleiner Bug. Manchmal verschluckt er sich, ja. Besonders dann, wenn er zu viel Bier getrunken hat, ja. Und Twitch am Dauerstocken bei mir. Echt? Stockt das bei dir? Nee, nicht mehr. Sonst geht's zum BR oder ich mach einfach early und fuck the rest, ja. Jupp, bei mir auch, ja. Echt? Ich hab nämlich gar nichts, ja. So, das ist der Anke. Okay, aber warum stockt das, ja? Schon seitdem ich anfange zum Streamen, oder wie? Nee, erst vor kurzem. Okay, dann machen wir es so. Ich mache hier einen Break. Ich werde auf jeden Fall noch Kapitel 4 anreißen, quasi in diesem Stream. Wir wollen zumindest schauen, dass wir vielleicht ein oder zwei Gebiete dieses Mantelwaldes aufdecken, ja? Damit wir in der Hauptstory weitermachen können, ja? Und jo, dann sage ich danke und ich schau mal, ob ich nicht vielleicht irgendwie Frames oder so etwas skip, ja. Ansonsten ist es vielleicht Twitch, ja. Und da muss ich die Bitrate ein klein wenig runterdrehen, ja. Keine Ahnung, was da seit neuestem los ist. Ich danke euch, Leute. Tschüss, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Ciao.